Grabwächter, Grabwächterinnen, hier spricht Ustra Ahasu und das ist schon wieder Harvest Moon Back to Nature. Wo wollen wir anfangen? Hallo liebe YouTube-Nachschauer, hallo liebe Archivnutzer, vielen Dank, dass ihr so fleißig das Archiv nutzt. Und einmal vorweg, ich muss genau aufpassen, was ich sage. Warum ist schon wieder dieses Spiel das beste Spiel auf dem Kanal, wo ich nichts anderes mache, wie bei den anderen Spielen auch, nur dass Harvest Moon vor dem Titel steht. Falls ihr Harvest Moon mögt, es gibt ganz tolle viele andere Projekte mit diesem Gesicht. Mit diesem hier. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal in andere Projekte reinschaut. Aber ich freue mich umso mehr, dass ihr einfach hier bei Harvest Moon dabei seid. Weil, auch wenn ich es selber nicht so mag, das nochmal zu spielen, wohlgemerkt, nicht ich mag das Spiel nicht, sondern ich mag es nicht, dass ich das wieder spiele, finde ich den Gedanken einer zweiten Staffel Harvest Moon gar nicht so schlimm, weil es ja live ist. Und das ist dann wieder was, wo ich sage, ja okay, das kann man ja mal machen. Und genau deswegen sind wir hier, weil man das ja mal machen kann mit der zweiten Staffel. Daugi, es ist schönes Wetter, was machst du in meiner Bude? Geh raus und genieße die Welt! Ich wollte schon jetzt sagen, Oh Gott, ich werde den ganzen Tag Rüben wegwerfen, oder? Staffel 2 ist so real. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass Staffel 2 real wird. Wer die YouTube-Kommentare verfolgt hat. Oh mein Gott! Staffel 2! Und du hörst es so, das schallt so in die Ewigkeit weiter. Und ich denke so, oh Scheiße, das kommt gut an. Warum? Wir haben doch so andere tolle Spiele. My Time with Portia ist zum Beispiel schön. Ich meine, ich kann Mütter damit anstecken, dieses Spiel auch zu spielen. Das bedeutet etwas. Guck das. Los! Hast du gerade auf meine Rübe gepinkelt, Daugi? Und ich meine, ist das ein Gameplay, was ihr wirklich wollt? Ich meine, ja, ihr wollt es alle. Ich will mich auch gar nicht dagegen beschweren. Ich mag es selber. Aber man muss eine reife Rübe nicht mehr düngen. Aber ich meine, klar, die Musik ist relaxed. Das Spiel ist relaxed. Du hast keine Aufgaben. Du musst nichts tun. Aber du kannst es tun, wenn du willst. Du kannst es perfekt machen. Du kannst es sehr gut spielen. Aber du kannst auch einfach chillen. Weißt du? Harvest Moon and Chill. Das ist das, was der Schnipsenjäger so gerne nutzt. Hey Ustra, worauf hast denn du Leute Lust? Ach Baby, weißt du? Heute ist mir noch Harvest Moon and Chill. Hört sich das okay an? Darf man das sagen? Findet ihr das gut? Find ich das gut? Wo ist unser Stimmungsmesser, wenn wir es brauchen? Findet ihr das gut? Fühlt ihr euch angesprochen? Mögt ihr das? Soll ich immer so mit euch reden? Hab's nur einen Chill. Werd schnell groß, Lasagne. Ach, guck mal, diesmal haben wir sogar richtig schöne Gartenarbeit. Mit abgetrennten... Hallo, Checker, schön, dich zu sehen. Mit abgetrennten Gehegen hier für die... Ach, das ist... Durch Stardew Valley habe ich so viel gelernt über schön. Über ein schönes Feld. Ach, ist das schön. Schaut euch an, wie schön das ist. So, 11.20 Uhr. Endlich kann ich Ding. Mittagessen geskippt. Durch meine Aktion habe ich Mittagessen geskippt. Das ist nicht gut. So. Okay.
Nun können wir den lokalen Schönheiten einen Besuch abstatten. Endlich. Und ich hoffe, dann am nächsten Tag können wir irgendwas verbessern. Den Hammer oder die Axt oder so. Wir haben donnerstags geschlossen. Natürlich haben sie das. Was denn auch sonst? Hallo. Hallo. Weißt du, diese Bücherei wurde gebaut, damit die Dorfleute die Bücher meines Vaters lesen können. Oh, danke dir. Juhu. Nur lesen. Ihr wisst schon, ihr dürft die Bücher nicht ausleihen, sondern... Ellie? Hallo. Die Klinik ist mittwochs geschlossen. Außerhalb der Klinik begegnen wir uns selten, nicht? Ah, das können wir doch ändern. Danke dir. Juhu. Aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Oh, Baby. Ich glaube, der Schmied hatte Geburtstag. Das ist mir so egal. Das ist mir so egal. Mit dem Schmied kann ich aber nicht. Manchmal treffe ich Basil auf dem Mutterhügel. Er ist sehr freundlich und er bringt mir viel über Heilpflanzen bei. Mit dem Schmied möchte ich aber nicht mein Leben verbringen. Das wollte ich sagen. Entschuldigung. Hey, Karin. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ich weiß es noch nicht tatsächlich. Ich wollte mir einen größeren Rucksack kaufen. Ich habe keine Kohle dafür, richtig? Ah, und er war Spanier. Oder nicht? Das ist dein Rucksack. In ihm passen doppelt so viel rein wie in deinen. Der kostet 3000. Max, willst du ihn kaufen? Nicht so ganz. Was? Bist du sicher? Oh, wie viel kostet der Jackekorb? In dieser Tonne kann eine Menge Zeug transportiert werden. Er kostet 5000. Okay. Wucher mit V? Uiuiuiui. Ja, aber was bedeutet das? Ja. Oh, ein Event! Der spielt dann wenigstens bestimmt Geld, im Gegensatz zu den Girls. Erstens sind das keine Girls, sondern Schnipsen. Und zweitens... Ich bin in diesem Spiel dafür gemacht, Geld auszugeben. Ist das nicht Cliff? Er wohnt in unserem Gasthof. Erzählst du ihm das oder erzählst du dir das selbst? Oh, hallo. Das heißt Ohio, nicht oh, hallo. Mann. Ist das der Grund, warum wir dich kaum zu Gesicht bekommen? Weil du immer in der Kirche bist? Warte hier. Ich bringe Pater Carter das Essen, um das er gebeten hat. Und dann können wir zusammen nach Hause gehen. Nein, schon okay. Danke, dass du gewartet hast. Lass uns nach Hause gehen. Nein, tut mir leid. Ich möchte noch bleiben. Noch ein bisschen länger. Okay, aber bitte sei zum Abendessen zu Hause. Bis dann. Ich dachte, er wohnt im Gasthaus. Bemutter ihn nicht so, bitte. Hallo. Oh, Ahn muss verletzt sein. Beichten möchte ich nix. Kiame, schön dich zu sehen. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Gib wohl Luftsuppe. Ja. Ich stelle ihm das eben dahin. Hm. Wichstel. Hallo. Drogenkobolde. Unsere Teefest dauert den ganzen Frühling. Da, ich bin so aufgeregt. Kommst du, um mir Arbeit anzubieten, Dada? Aber wir haben im Frühling ein Teefest, Dada.
Ich will nicht helfen, Dada. Ich werde um nichts auf der Welt das Teefest verpassen. Da gibt's die besten Kuchen und den besten Tee, weißt du? Und Drogen. Die alten Mehlschnüffler. Ja, gut, ich guck. Ich schenk dem Schmied ja was. Oh, Hallöchen. Die älteren Damen, hallo. Die Frauen aus dem Dorf treffen sich zur Mittagszeit auf dem Platz. Es ist lustig, ihre Geschichten zuzuhören. Basil kann nicht mitreden, denn er redet immer nur über Pflanzen. Es ist ja lustig, wenn Frauen ein Schwätzchen halten, aber... Wenn Mana mal anfängt zu plappern, ist sie kaum zu stoppen. Oh, einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Ich komme oft hierher zum Platz, wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe. Ich habe zwar selten Zeit, aber ich liebe Orte, an denen die Leute zusammenkommen. Es macht Spaß, andere Leute Geschichte zuzuhören, nicht? Was? Was soll denn dieser Blick? Natürlich höre ich auch einen anderen zu. Es ist nur, du sagst ja nie was, also muss ich immer selber reden. Als ich ein Teenager war, lebte die Frau vom Gasthof noch und ich... habe viel mit Sascha und Liliana gespielt. Damals war Duke schlank und ein ziemlich toller Typ. Ist das nicht ihr eigener Mann? Damals war er noch schön. Und dann hat er eins Pfeil ins Knie gekriegt. Ihr wisst schon. So läuft das. Auch bei Harvest Moon. Ich mach mal eben Pause. Aber ich glaube, wir sollten jetzt auch wieder da sein. Nachdem ihr alle meine Rick-Stimme verpasst habt, sind wir wieder da. Wie gesagt, mein Internet ist minimal merkwürdig im Moment. Das heißt also, ich weiß nicht, ob es auch in der YouTube... in der YouTube-Playlist abreißt, aber hi, willkommen zurück. Wie gesagt, das habe ich im Moment öfter. Ich muss auch nochmal, glaube ich, dann wieder bei den Anbietern anrufen, weil das haben wir jetzt schon wieder... Das hat sich jetzt beruhigt für 2-3 Wochen, jetzt ist es wieder da. Also, keine Ahnung, Dankeschön. Ich war die ganze Zeit hier. Die Verbindung war weg. Aber schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr noch geblieben seid. Aber jetzt kann ich nochmal meine Rick-Stimme probieren. Kreis der liebe Junge und ich bin der Schuft. Was denkst du bloß? Ich glaube, die ist ganz gut. Ich glaube, die ist so ein bisschen nerdy, arrogant. Ich glaube, das ist eine ganz gute Stimme für ihn. Falls ihr andere Ideen habt, wenn ich ihn wie Luca Blight reden soll, müsst ihr einfach nur Bescheid sagen. Ist auch kein Ding. Wir probieren das gleich nochmal, wenn ich ihn nochmal sehe. Und dann sprechen wir ihn wie Luca Blight. Aus Suikoden. Das passt gut. Guck mal, was passiert, wenn er die Luca Blight-Stimme hat. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob ihm das besser steht. Ich mag jeden im Dorf, außer Kai. Der kommt den Sommer über, macht jeden verrückt und dann geht er wieder. Nein, ich glaube nicht. Er ist ein bisschen Psycho-Killer. Ich glaube nicht, dass Rick der Psycho-Killer-Typ ist. Keine Ahnung. Ich glaub, das Nerdige passt ganz gut zu ihm. Hast du Geburtstag? Tut mir leid, aber sowas haben wir noch nie gebraucht. Destroyed. Gang der Schande zurück. Nun, was ist passiert? Verdammt. So, hier haben wir. Also, Daugi entleert sich weiter in meinen Erzeugnissen. Sehr gut. In meinen Erzeugnissen, das wollte ich sagen. Nicht in meinen Ertragnissen. Er war keine Blumen, aber Erz. Aber ist das nicht an seinem Geburtstag Fimsel egal? An seinem Geburtstag müsste das doch egal sein, oder? Außer ist es etwas, was er hasst. Oder nicht? Oder ist es bei dem Harvest nur noch anders?
Nein, wenn er Geburtstag hat, müsste er sich über alles freuen. Außer er hasst die Dinge. Hast du oder hast du nicht? Dafür, dass er mich um 5 Uhr bezahlen wollte, hat er mir aber kein Geld gegeben, der Schuft. Ja, man kann auf Erdschenken gehen. Das geht schon, genau, richtig. Das hatten wir letztes Mal auch schon gesehen. Im Osterspecial haben wir das schon gesehen, dass das geht, richtig. Aber nochmal, das tut ja nichts zur Sache. Ich weiß schon, dass er Erz mehr mag. Keine Frage, aber an seinem Geburtstag, hätte er Geburtstag gehabt, dann wäre es egal gewesen, was ich ihm geschenkt hätte, solange er es nicht hasst. Richtig? Ich kann die noch nicht wegmachen, oder? Offensichtlich nicht, okay. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, oft genug probiert. Das heißt, ich brauche dafür auch erst die dickere Axt. Die dicke Axt. Was gut bei dir, Sayo? Einen Reload hatten wir schon. Achso, außerdem muss man gucken. Ich hab die Post weggelockt. Nein! Gang der Schande. Julia, Sunny, hallo und vielen Dank für deinen Raid mit wunderbaren 13 Personen. Das sind Ponys. Hallo, schön euch zu sehen. Vielen Dank für den Raid und hallo an euch alle. Hi, hi. Wir kennen uns noch nicht. Hallo, wie... Ponys. Ja, okay, es sind magische Ponys. Entschuldigung. Hallo, Biggie, schön dich zu sehen. Wie kommt man auf mich? Es liegt an Harvest Moon, oder? Ich habe, bevor ich gerade angefangen habe... Du kennst mich? Oh, das tut mir so leid. es tut mir so leid, dass du mich kennst. Ich habe mich vorher beschwert. Dankeschön, Checker, für den super, für das super Abo-Geschenk. Zum Glück ist da jemand. Wir kennen uns nicht, John. Ah, jetzt bin ich wieder auf. Was für ein John? Was für ein John? Eichhörnchen! Ja, ich weiß wer. Dankeschön. Schön. Schön. Deswegen, ich habe mich gerade vorher beschwert, dass Harvest Moon so gut ankommt, das ist das die zweite Staffel, die ich mache, nach vielen Jahren, dass ich wieder Harvest Moon Back to Nature mache. Und ich habe mich darüber geärgert, dass das jetzt wieder so gut bei euch ankommt, dieses Harvest Moon Back to Nature. Also... Und jetzt raidet man mich bei Harvest Moon Back to Nature. Vielen Dank nochmal dafür. Und hallo nochmal an alle, die mitgekommen sind. Und ich bin jetzt einfach, jetzt bin ich doppelt mega traurig. Es ist 0.20 Uhr. Ich wollte doch das Eichhörnchen, ich wollte doch meinen flauschigen Freund zeigen. Flauschiger Freund, du hast mich verraten. Hier auf den Dorfplatz mit dir. Verdammt nochmal. Ich muss ins Bett. Ich will nicht zusammenbrechen. Warum sagt ihr mir denn nichts? Ich habe mich so mit dem Raid gefreut. Ich habe eine ganze Menge Harvest Moon schon gespielt. Bitte nicht zusammenbrechen. Okay. Ich habe eine ganze Menge Harvest Moon gespielt. Das hier, das Normale, das für den SNES, da sind wir mehr oder weniger so mittendrin, weil das immer wieder sich so hin und her schleppt.
Dann haben wir deine Tierparade gespielt. Das war sehr schön. Wir haben dann das Franchise gewechselt auf Rune Factory. Wir haben Stardew Valley gespielt und weiter mit Portia und boah, also Farmspiele kann ich. Harvest Moon Typ Deutschland, hat man schon mal zu mir gesagt. Wahrscheinlich ist es auch die Wahrheit. Vielleicht hätte der Schmied das Eichhörnchen gemacht. So ist es nämlich. So ist es. Aber ich wusste nicht, dass es das ominöse Nachteichhörnchen ist, was mich in Verlegenheit bringen will. Daten wurden gespeichert. Perfekt. Es ist ein guter Tag. Wenn es auch am nächsten Tag ein guter Tag wird, dann könnten wir unseren Tag besser planen. Irgendwas Interessantes. Sportnachrichten interessieren mich nicht. Story of Seasons habe ich nicht gespielt. Liegt aber an der fehlenden Konsole. Oh, ich könnte einen größeren Rucksack kaufen. Ja, sehr gut. Das könnte ich tun. Das könnte ich tun, indeed, ja. Befriedigend? Das habe ich schon öfter gehört. Moment. Lass uns mal hier weggehen. Habe ich nicht gezockt, weil Konsole. Wir haben die Konsole hier, aber ich kann es nicht aufnehmen oder so. Und deswegen, für mich selber und persönlich zocke ich einfach nicht mehr. Das habe ich schon lange aufgehört. In meinem Alter, ich kann nur noch eine Sache machen. Story of Seasons für Switch wäre nice. Ich hatte jetzt übrigens, wenn wir gerade so im Harvest Moon Talk sind und was man noch so zocken könnte in den Dreh, ich hatte mich jetzt tatsächlich schlau gemacht, ob ich diese Atelier-Games mal mache. Die gibt's ja auch noch. Und tatsächlich gibt's die nicht auf Deutsch. Die sehen aber auch ganz cool aus. Aber ich meine, wir haben das ja gesehen bei den Anfängen von My Time at Portia. Das ist einfach so, du musst tatsächlich schon weg. Morgen ist Frühschicht. Ah, das ist natürlich Mist. Aber deswegen raidet man ja auch, um seinen Leuten noch ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Dankeschön nochmal dafür. Nochmal der Love Push für dich. Ich wünsche dir einen guten Start morgen in die Arbeit und wenig Stress. Und man sieht sich bestimmt ein zweites Mal und ich schaue mich auch mal da durch. Vielen Dank nochmal. So verbindet man sich in irgendeiner Form. Man hat irgendeinen irgendwo gesehen und schon bin ich jetzt neugierig, was ich bei dir so finden kann. Vielen, vielen Dank. Gute Nacht dir. Ja, das war clever. Genauso wollte ich da an dieser Gurke. Das ist der ominöse Gurken-Bezirzungstanz. Achso, Checker, für dich ist natürlich auch nochmal hier so ein Love-Push. Natürlich. Vielen Dank für dein Geschenke-Abonnement. Ich war so im... Das sieht irgendwie scheiße aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, das sieht irgendwie blöd aus. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht, was passiert. Ich hab da mit dem Hammer draufgehauen. Vielleicht waren das Aliens. Es sieht aus, als ob die kleine Glasfläche Beine hat. Könnte ein Creeper sein. Seht ihr das auch? Voll geil. Ich wusste, ich hab's drauf. Ups. Ich wollte Doggy gar nicht rufen. Doggy. Hab ich schon mit Lasagne gesprochen? Schon. Also der Plan ist, wir kaufen heute die größere Tasche. Migi, dankeschön für deinen Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Achso, ihr kommt zum einen sehr merkwürdigen Zeitpunkt. Sayo, jetzt muss ich dich mal bitten, für den neuen Befehl, bitte. Everyday, ich komme zu einem sehr merkwürdigen Zeitpunkt. Ich fange gerade heute an, ganz frisch und neu, mit der wunderbaren Everyday-Challenge. Das heißt, alles, was da steht. Ich sehe immerhin noch hier in dem Feld einen Creeper. Mal gucken, wie ich mich so schlage. Ich bin sehr gespannt, ob ich das durchziehe, einen Monat lang. Ich komme richtig entspannt rüber. Oh, glaub mir. Das ist 100% Harvest Moon, das gerade aus mir rausströmt. Wenn ich Sekiro spiele, oder anderes Spiel, oder irgendein anderes Spiel, was nicht Harvest Moon ist. Oh boy. Meine Entspannung wird ein flammendes Inferno der Leidenschaft. Es ist wunderschön, aber auch gefährlich. Oder so.
voll im Element. Ja, bei Harvest Moon bin ich voll im Element. Ich bin bei jedem Spiel voll im Element. Ich bin ein menschliches Wesen, ich habe all die Emotionen. Ich habe sie immer dann, wenn ich sie brauche, genau zu viel. Zu viel Farbenergie, zu viel. Ich weiß nicht, was das bei Rage. Ich weiß nicht, was die andere Energie ist. Rage, purer Hass. Sehr gut. Emotes, Events, ja, bitte mit Ellie. Das ist mein Lieblingsevent. Oh. Hallo, wie läuft's auf der Farm? Harte Arbeit für eine harte Welt. Ihr verdankt es verdammten Menschen wie uns, dass wir nicht alle miteinander... Egal, was? Anstrengend, macht Spaß. Macht Spaß. Wunderbar, was könnte schöner sein? Ich mag meine Arbeit in der Klinik auch. Vermutlich sollte ich Oma dafür dankbar sein. Good talk. Hallo, junger Mann auf der Straße. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Dass es mir gut geht, liegt daran, dass ich viel atme. Rede wieder reingehe. Nice. Das ist ein Rucksack. In ihm passt doppelt so viel rein wie in deinen. Er kostet 3000 Ge. Willst du ihn kaufen? Hm. Vielen Dank. Ja, steck den Rucksack in den Rucksack. So funktioniert Platzmanagement. Ich stecke bis zum Hals in Rechnungen. Hm. Ja, das wollte ich bürsten. Ja, stimmt. Ich habe jetzt mehr Platz. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal das mit. Das sind Obst- und Gemüsesaat. Die Saat, die wir jetzt haben, müssen im Frühling gepflanzt werden. Wenn du ein Treibhaus hast, kannst du sie jederzeit pflanzen. In jedem Tütchen sind 9 Saat. Deine Ernte kannst du verkaufen und selbst essen. Möchtest du Saat kaufen? Ich kaufe mal welche. Warte mal. Ich nehme Kartoffeln. Ich nehme dreimal Kartoffeln. Die Schnipsen sind ziemlich ganz schön rollig im Dorf. Weiß ich nicht. Findet ihr das rollig? Ich finde das eher so. Weiß ich nicht. Hallo, bitte, rede mit mir. Ich habe sonst niemanden, der mit mir reden will. Flummblume. Danke dir. Juhu, aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Ja, klar. Oh, Farmstra, was ist denn los? Farmarbeit ist hart, nicht? Man braucht viel Kraft. Verzweiflung. Das ist halt Frühlingsgefühle. Verzweiflung zum Beispiel. Moment. Das war düster. Das gefällt mir. Ich habe auch noch nicht einmal den Pastor gesehen, weil ich immer dahin gehe, wenn der gerade in seiner Predigtskammer rumhockt. Und ich war noch nicht beim Angler morgens, weil ich morgens einfach immer notorisch denke, dass ich auf meiner Farm arbeiten muss. Wo ist Ahn? Ist die oben? Heute wollte ich mal mit Ahn quatschen. Ahn! Ah, da ist er. Danke dir! Ich putze für mein Leben gern. Man wird zwar schmutzig, aber das Bad hinterher ist herrlich. Ich bin so froh, dass wir jetzt mehr Kunden haben. Trotzdem sehe ich diesen Laden immer leer. Hallo Mietz! Habe noch nie von einem Gasthof gehört, der Katzen züchtet. Haben sie es hier niedergelassen? Morgen Abend. Ich finde das so merkwürdig, dass ihr sagt, dass der Angler abends da ist. Das ist eine Lüge. Wir versuchen es trotzdem mal. Ich gehe trotzdem morgen früh mal hin. Ich bin sicher, er ist morgens da und ihr wollt mich einfach nur. Ihr wollt mir einfach nur eins auswischen, weil ich so ein cleverer Pharao bin. Mhm. Oh Gott, da ist er wieder. Na gut, komm her. Jetzt habe ich sie wieder meine nerdige Rick-Stimme vergessen. Ich kam mit Karen nicht mehr so gut aus, aber wir haben uns früher ziemlich gut verstanden. Ja, das ist okay. Ist okay. Ist eine okay Rick-Stimme. Na
Ha, der Populist! Hallo, Farmstra, hast du irgendwas zu berichten? Was für ein friedliches Dorf. Ich weiß nicht. Mir macht dieses Dorf Angst. Tief in seinem Inneren lauert das Böse. Das Böse, dass alle Leute, die bei Harvest Moon zuschauen, immer mehr Harvest Moon sehen wollen. Das muss Hypnose sein. Und ich spiel's ja auch schon wieder. Das bedeutet nichts Gutes. Oh mein Gott, so viel Taschenplatz. Das ist Lebensqualität. Ah, oh, endlich. Als nächstes muss ich... Was meint ihr, liebe Grabwächter und liebe Gäste? Erst den Hammer erst die Axt aufbessern oder erst den Hammer aufbessern? Oder die Gießkanne? Gießkanne oder Axt? Doggy, ab da jetzt. Kartoffeln. Gut, dass ich dreimal Kartoffeln gekauft habe. Mehr hätten gar nicht hingepasst. Perfekt. Ein Hammer. Die Axt. Die Gießkanne. Oh, ihr seid euch so ein... Oh, ich liebe es, wenn ihr so einstimmig seid. Das macht mir am meisten Spaß. Warum verbesserst du nicht erst dein Auto? Das ist kein GTA. Im Sommer können die Zwerge... Ah... Hast du die Zwerge schon mal gießen sehen? Dann muss ich hinterher mal kontrollieren, ob die gegossen haben. Weil die so wunderbar zuverlässig sind, die alten Drogenkobolde. Das mache ich nicht. Niemals. Dieses Feld gehört mir. Kein Kobold soll seine dreckigen Füße auf mein Grundstück setzen. Das ist meine Arbeit. Meine ganz allein. Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Also läuft der Transport eurer Erzeugnisse gut? Weiter so. Eurer? Ich bin nicht adelig oder so, aber danke. Komm, ich gucke, ob ich ein süßes Eichhörnchen finde. Diesmal kann ich es den Leuten zeigen. Auf geht's. Achso, das muss ich mit der... Stimmt, wenn ich die Gießkanne aufbessere, dann... Klar. Dann kann ich nicht gießen, das ist auch doof, ne? Das habe ich nicht bedacht. Was liegt denn vorn? Die Axt. Ja, ich denke ein bisschen Holz haben ist nicht das Schlechteste. Da können wir theoretisch, sobald wir, wenn wir fix sind, können wir das Haus aufbessern. Das ist natürlich schön. Dann können wir eine eigene Küche haben, die ich einmal im Jahr benutze. Oh, wir haben bald die Gurken, das ist sehr gut. Gurken ist wichtig. Schade, jetzt ist Nanami nicht da. Oder vielleicht ist sie secretly da und hat nicht Hallo gesagt. Das wäre natürlich gut, dann könnte sie sehen, was noch so passiert. Ha! So eine Heuschrecke, geh weg. Heuschrecken sind nicht süß. Mädchen mögen dich nicht wegen der Heuschreckensammlung. Ich möchte dir meine aufgespießten Käfer zeigen. Die finde ich total toll. Der hat 3 Sterne, der Marienkäfer. Und der hat 2,5. Boah, der ist voll selten. Das ist nicht gut. Das ist sowas, was Rick machen würde. Mache nie, sei kein Rick. Beim Flirten, sei kein Rick. Kein süßes Eichhörnchen. Verdammt. Wie soll ich denn die Schnipsen rumkriegen? Blaues Kraut. Kennt das Schulitz? Oh, ich habe all die Blumen mit. Na, dann geht's ja. Ring macht keiner, ne. Ich hätte auch erst gedacht, wir nehmen uns mal einen anderen Rivalen, aber das ist halt. Ich krieg immer gleich die Pocken, wenn ich den sehe. Da kann ich auch nichts für. Mein Grascreeper. Mein bester Freund. Na gut, dann gehe ich halt ins Bett. Wenn die mich alle nicht mehr mögen. Habe ich Post? Es ist nichts gekommen. Ah, wenigstens etwas. Nichts heißt auch nichts Schlechtes. Immer positiv denken. Immer positiv bleiben. So wie mein HIV-Test.
Das ist ein Creeper von hinten, der braucht keine Augen. Boah, ich chill zu hart. Ich sitz schon nicht mehr richtig. Ich liege schon halb im Stuhl. Entschuldigung. Falls ihr euch nicht unterhalten fühlt, keine Sorge. Ich kann lustige Sounds einbauen, wie zum Beispiel... Und schon ist die Laune wieder gerettet. Riesiges Sandwich, meins. Mechalog, oh, morgen regnet's. Nice. Mechabot Ultror in den Sommerferien. Machen Sie beim Fernseher Licht an und halten Sie genügend Abstand vom Bildschirm. Episode 1 an einem Sommertag. Dank Ultror wurde das mysteriöse Weltraumwesen, was? Phlogiston zerstört und es herrschte wieder Frieden auf dem Planeten Erde. Doch dieser Frieden sollte nicht lange anhalten. Alles begann an dem Tag, als die vier Mitglieder des Ultror-Teams Rot, Blau, Gelb und Grün am Pol waren. Kreisch. Fortsetzung folgt. Der plötzliche Schrei kam von Gelb. Was sah Rot, als er ihr zu Hilfe eilte? Das nächste Mal. Mechabot Ultror in den Sommerferien. Episode 2. Ein neuer Schrecken. Bis zum nächsten Mal. Der ist bei mir in meinem Playthrough nicht mit Karen zusammengekommen, weil wir haben Karen geheiratet. Auch weil im ersten Durchgang wollte niemand, und ich meine es persönlich, niemand wollte, dass wir Rick gewinnen lassen, weil das wirklich unser harter Hardcore-Rivale war. Wir haben ihm einfach keine Frau gegönnt. Niemand wollte, dass er Glück hat. Und wir mussten die, und ich musste die Frau nehmen, die Rick am meisten mochte. Und so war er auf ewig allein und einsam und verbittert. Was pflanze ich eigentlich da hinten? Auch Kartoffeln? Aber Jaugi. Was machst du denn da? Nicht so viel Skrillex hören. Das sah nicht gesund aus. Guck dir, nein, die kein. Nein! Nappen! Ach, ich wollte doch. Jetzt habe ich das schon wieder verkackt. Ich wollte doch zum Steg und ich wollte doch ganz früh morgens dahin gehen, damit ich den Angler sehe. Aber ich gehe heute Abend mal. Vielleicht ist er ja da. Vielleicht hat er recht. Aber nur vielleicht. Karin ist ein Alki. Na und? Das sagt nichts über ihre Qualität als Frau aus. Mein Ernst? Was ist mein Ernst? Du meinst den Pferdenamen? Ich hatte die Wahl zwischen Notration und Lasagne und ich. Ich weiß nicht, Notration ist so makaber. Und Lasagne ist wenigstens einigermaßen okay. Ich meine, hast du gesehen, wie mein Hund heißt? Mein Hund heißt Daugi. Daugi! Das ist nicht mein Name. Komm her, Daugi. Aber ich habe ihn... Wie gesagt, um ein paar der Namen zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen länger auf dem Kanal sein. Daugi heißt der Hund, weil ich beim ersten Durchlauf von Harvest Moon den Hund notorisch nie beim Namen genannt habe. Niemals. Und er hieß immer noch Hallo Daugi. Und deswegen heißt er jetzt hier Daugi. Farmstra heiße ich immer bei jedem Farmspiel. Oder was ich als Farmspiel sehe. Notration ist viel cooler. Was hier... Team Notration und Team Lasagne oder was? Alles klar. Ich bin Team Notration. Ich bin Team Lasagne. Lasagne. Salagne, wie man so schön sagt. Rick! Ich mag jeden... Oh Gott, ich kann diese Stimme nicht. Ich mag jeden im Dorf, außer Kai. Der kommt den Sommer immer mal und macht jeden verrückt. Und dann geht er wieder. Er macht nicht jeden verrückt, nur die Frauen. Er macht nur die Frauen verrückt. Team Daugi. Achso, den Korb habe ich gekauft, perfekt. Ich stecke bis zum Hals in Rechnungen. Ja, das weiß ich schon. Ich wollte eigentlich meine Blumen loswerden. Team Daugi. Karin. Na, ihr Lieben.
Oh, vielen, vielen Dank. Hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun? Das ist der Bauer auf seinem Rind, ja. Ragnaros hätte ich auch cool gefunden, aber ich wollte nicht. Danke dir, juhu. Aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Ach, Eidi. Ach, Eddy, das geht schon. Oh, Farmstra, was ist denn los? Farmarbeit ist hart, nicht? Naja. Ich guck mal, ob der Priester da ist. Karen? Ich lasse euch nicht mehr entscheiden, wen ich heirate. Nie wieder. Ich durfte bei Rune Factory durfte ich auch nicht Cinnamon heiraten. Ach, da ist er doch. Endlich einmal. Hallo. Du kriegst auch eine Blume. Danke für deine Hilfe. Dies ist zwar eine Kirche, aber ich habe in letzter Zeit keine Gottesdienste gehalten. Ich glaube jetzt, dass auf andere Weise glücklich... Dass ich... Was? Dass man auf andere Weise glücklich werden kann? Okay. Das heißt, du arbeitest einfach nicht mehr. Aber wenn Leute Hilfe wollen, werde ich sie nicht wegschicken. Cliff kommt fast jeden Tag in die Kirche, um für seine Sünden zu büßen. Warum sagst du das mit so einem... Ich... Weißt du, wenn du mir diesen Look, wenn du mir diesen Gesichtsausdruck dabei gibst, wenn du sagst, dass er jeden Tag in die Kirche kommt, um für seine Sünden zu büßen, bekomme ich einen falschen Eindruck von dem, was er macht, um die Sünden loszuwerden. Habe ich noch Blume? Ich habe noch Blume. Ich habe Blume. Wie schenke ich denn? Oh, ich schenke Mai die Blume. Oder Popuri. Ich habe so ein Gefühl, wie er Buße tut. Bitte nicht beschreiben. Bitte beschreibt mir das. Popuri! Niemand reagiert darauf, wenn ich rufe. Hallo. Dankeschön, das gefällt mir sehr. Hallo? Kann ich dir helfen? Also entweder wäre es... ich bin mir nicht sicher. Also entweder ich heirate das, was ich heiraten will, dann wäre es wahrscheinlich Ellie. Oder ich heirate schon wieder irgendwas Rick-Relevantes und dann heirate ich seine Schwester. Und heirate mich einfach in die Familie ein. Und bei jedem Familienfest werde ich den hart dissen. Ich glaube, das wäre auch eine geile Idee. Aber mal gucken, wie weit wir mit Harvest Moon kommen. Weil, wie gesagt, ich spiele es nicht regelmäßig im Sendeplan, weil wir im Moment noch My Time at Portia haben. Für alle die sich jetzt sagen, oh geil, ich spiele Harvest Moon. Das ist eine Ausnahme zum Start der Everyday Challenge. Und weil wir es jetzt Ostern nochmal angefangen haben, zum Oster-Event. Von daher, meh. Aber wenn ihr mich natürlich anfleht und anbettelt und winselt, ups, auf allen Vieren, dann kann ich natürlich nicht Nein sagen. Glaube ich. Lass uns mal in den Tag ein bisschen planen. Zielstrebig. Ich könnte in die Mine gehen und Erz holen und Erz in der Tasche lassen und dann, wenn ich das nächste Mal genug Geld habe, könnte ich eins der Werkzeuge verbessern. Höchstwahrscheinlich dann den Hammer, den ich immer noch nicht verbessern kann. Ach, die Axt. Damit ich dann Holz hacken kann. Für eventuell, dass ich dann ein neues Haus bauen kann, was ja ganz schön ist. Oder den Stall erweitern. Wir brauchen auch, glaube ich, 500 für den Huhn und so langsam wird es ja auch hier mit der Grasproduktion was. Das heißt, da könnte man sich auch überlegen, einen Huhn zu kaufen. Die Namen für die Tiere einfach ganz normal über Benenne einen Charakter machen aus dem Wüstling-Repertoire und... ich wähle dann einfach die Namen aus, die mir gefallen. Also die weiß nicht, einfach Harvest Moon dazu schreiben, am besten dann beides. Harvest Moon, Huhn
und dann, oder einfach nur den Huhn und dann den Namen. Vielleicht kann ich es dann auch bei My Time at Portia einbauen oder so. Bei Darkest Dungeon gibt es keine Hühner, deswegen werde ich das nicht so. Achso, ich hab Blumen. Moment, ich hole mal eine. So. Ich sollte wirklich in die Mine gehen und mehr Geld machen, aber ich bin faul. Ich bin super faul. Ich will ja nicht in die Mine. Ich habe keinen Anspruch darauf, viel Geld zu machen. Geld bedeutet mir. Ah! Snake! Schlange! Gleitet über den Boden. Hier, geh mal wieder. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Es gibt keine Auskunft, außer dass sie über den Boden gleitet. Regenwurm gleitet auch über den Boden. Nice. Das sind richtig harte Rocks. Harte Rocks. Lasagne habe ich schon gestreichelt, okay. Ich weiß nicht genau, wann dann der Angler da ist. Wann abends. Das heißt, ich mache mich jetzt so mehr oder weniger auf den Weg. Und verplemper da ein bisschen Zeit. Und dann werde ich merken, ob da einer rauskommt oder nicht. Weil ich meine, ich habe Platz für die Angel. Das heißt, wenn er mir eine Angel geben würde, dann könnte man wenigstens ein bisschen angeln immer ab und zu. Hallo? Es würde mich wundern, wenn der abends da wäre. Ich habe den noch nie abends gesehen, aber... Auf der anderen Seite lernt man nicht aus. Wir warten einfach. Ich weiß auch nicht, ob die auf dem Boot lebt oder ob die in der Hütte lebt. Du amüsierst dich musikalisch. Das hört sich auch gut an. Also du spielst dann selber, weil du sagst auch, du wolltest auf der Orgel spielen. Ich kann Keyboard spielen, also ja auch Piano und sowas halt. Piano, alles. Was sind das? Wie heißt es? Gibt es einen Oberbegriff dafür? Tasteninstrumente? Ich glaube nicht, dass das so heißt, aber ja. Das habe ich auch mal irgendwann gemacht. Hab's aber dann zum Umzug weggegeben. Seit 17 Jahren Klavier. Ja, okay. Dann halte ich jetzt den Gusch. dann bin ich jetzt schön leise. Ah, guck mal, Laser. Er hat recht. Hier in der Gegend, im Meer und im See, kann man viele Fische fangen. Willst du das Angeln mal versuchen? Angeln versuchen. Also gut, ich gebe dir meine Angel. Gib mir deinen Scheiß. Man angelt nicht mit einer Axt, Farmstra. Ach, soll ich mich gedrückt halten? Nein, ist klar, alles gut. Ich weiß, dass du dich darauf raus wolltest, aber ich bin einfach selber... Oh, ich hab das eigentlich nur angefangen, weil mich so zwei oder drei Lieder begeistert haben. Das ist einmal das Final Fantasy Rose of May. Yay, eine Dose! Fuck yeah, ich liebe die japanische See. Die ist so sehenswert. Das ist kein Gummistiefel, war es alles. Der Populist. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mir das auch selber beizubringen. Aber ich bin jetzt... Also Noten lesen kann ich. Takt halten geht so, glaube ich. Bei den Liedern, die ich viel spiele. Ja, aber sonst ist es einfach so. Ja, Intros von Animes und Games und so. Oder nicht? Das ist wirklich was, was ich finde auch extrem viel Spaß macht. Einfach so... Weil du, ich finde, das lernt man auch ganz gut dann, weil du dir das ja selber beibringst. Du spielst nach Gehör. Ah, das machen viele. Das machen viele dann. Dann bist du aber schon begabter als die meisten.
Ich kann es nicht nach. Ich kann es kaum nach Gehör, weil ich einfach nicht raffe, welche Note wozu gehört. Der Hund ist schon drin, echt? Ich hab den schon reingepackt. Oder ist der Hund? Ah, ne, Doggy ist schon drin. Okay, das ist schon der Hund. Ich hab den Hund, verloren. Ich meine, nochmal, Animes und Gaming-Musik oder so, oder Musik, die man halt selber faszinierend oder cool findet, die lernt man auch viel einfacher, weil du auch irgendwie, du weißt, wie sich's anhört, du weißt, wo du hin willst. Jetzt kannst du, klar, das hast du bei jedem Lied, aber da ist dann so der eigene Schweinehund. Boah, das Intro ist so cool, das will ich unbedingt lernen. Das hatte ich bei Helsing, hatte ich das zum Beispiel, dass ich das unbedingt lernen wollte. Und bei, ja, bei so ein paar Zelda-Songs, also Song of Storms und so, das ist schon da so, ah, komm schon, yay. Kingdom Hearts. Mario, ja, das kann ich auch. Zelda, ein paar. Und Kingdom Hearts, nix, ein Glück. Aber ich glaube einfach, weil es mir zu kompliziert ist. Noch mehr Regen. Und ich hatte tatsächlich überlegt, oh, ich kaufe mir wieder ein Keyboard. Jetzt gibt es diese USB-Keyboards. Und dann mache ich mal so musikalische Streams noch nebenbei. Einfach nur aus Spaß. Einfach mal immer so ein Stündchen oder so ein bisschen klimpern oder ein halbes. Vor den Leuten ein bisschen üben. Mit den Leuten zusammen. Ist bestimmt auch lustig, aber ach, ich weiß nicht. Manche sagen, oh, mach das doch. Manche sagen, ach, ich weiß nicht. Und ich bin also, ah, das ist Geld und ich bin faul. Ich will einfach nur Videospiele spielen, komm schon. Aber ich will das einfach auch. Aber ich kann mir nicht noch mehr Hobbys an die Backe nageln. Habe ich Gurken? Yes! Das längste aller Gemüsearten, ich liebe es. Eine müssen wir tatsächlich behalten. Ich habe zu viele Blumen, ich voll depp. Ich hab zu viele Blumen für dich. Ich greife einfach in die Tasche und schau nach, dass es keine Gurke ist. Ich hab was in der Hose. Ich hab was in der Hose für dich. Greife einfach in die Tasche und sieh nach, was es ist. Ja, streichel diese Box. Du bist eine gute Box. Ja! Du ernährst mich und du bringst mir Einnahmen. Ich liebe dich. Niemand versteht dich, so wie ich dich verstehen kann. Jeden Tag stehst du hier und wartest, dass ich dich befülle. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe die daneben geworfen. Man braucht nur viel Ehrgeiz. Das stimmt. Man braucht Ehrgeiz und die Zeit dafür. Aber wenn man, so wie Sayo und ich, Sayo sitzt neben mir, wenn man wie Sayo und ich noch 20 andere Sachen haben, wie klassischer Schwertkampf, Klettern, also Free Climbing, oder Bouldern, wie man das immer nennt, was auch immer, dann geht einem irgendwann die Zeit aus für Ehrgeiz, noch für andere Sachen. Und Jonglage bei mir. Also, ja, das ist ein bisschen, was es halt, egal was es ist, wir haben so wenig Zeit dafür. Noch mehr Hobbys und wir sterben. nee, wir haben jetzt, ich weiß nicht, ich erzähle einfach so aus dem Nähkästchen, es ist immer Harvest Moon. Ich meine, was wollt ihr sehen aus Harvest Moon und mich reden? Wir sind im Moment wirklich gut dabei, gerade beim Schwertkampf. Wir sind jetzt so weit, dass wir für Sayo auch einen Schaukampfschwert besorgen wollen. Bibi! Endlich! Oh, vielen herzlichen Dank, Bibi! Sieht aus, als wollte der Regen gar nicht mehr aufhören, Bibi! Und ich hatte mich so darauf gefreut, zum Platz zu gehen. Du arbeitest auf dem Bau? Hey, dann sehen wir uns bestimmt mal irgendwo. Ich arbeite als Vermessungstechniker. Da sehe ich viele Leute, die auf dem Bau arbeiten. Und ich rede mit denen und ich lache mit denen und ich lache die aus auch manchmal. Weil die viel härtere Arbeit haben als ich.
Und das machen müssen, was ich denen sage. Räum das da weg, da muss was hin. Jeder hasst Vermessungstechniker auf dem Bau. Liebes. Smaurer, nice. Echt? Super selten. Da wirst du bestimmt viel merkwürdiger angeguckt als viele andere Leute. Maurer ist selten geworden. Danke dir, Ju. Aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Ich habe vergessen, eine Gurke in die Versandbox zu tun. Oh nein, Lai. Ich habe nicht vergessen, eine Gurke in die Versandbox zu tun. Ich habe diese Gurke aus einem bestimmten, wichtigen und magischen Grund bei mir. Außerdem sieht das nice aus, wenn man die in der Hose dabei hat. Ich habe die Gurke für ein Event dabei. Tatsächlich. Ich habe es nicht vergessen. Ja, das sage ich als Vermessungstechniker auch. Dieses Haus habe ich als Grundlage abgesteckt, Bitch. Hier, nimm eine Blume und vergiss deine Sünden. Dankeschön. Ja, geht doch. Und da vorne dieses Grundstück, daraus habe ich zwei gemacht. Ich kann alles teilen, ich bin wie Moses. Der Grundstücke. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Mega geil. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Kraftzahlen, ja. Ein Grundstück, zwei Grundstücke, drei Grundstücke. Moment. okay. Ich bin sehr anstrengend. Man mag mich nicht. Man mag mich nur bei Harvest Moon. Ich kenne das. Alle, die hier sitzen, mögen mich nur wegen Harvest Moon. Aber niemand liebt mich so, wie ich wirklich bin. Voller Rage und Hass. Allen Spielen gegenüber, die es mir schwer machen wollen. Guten Abend, Dex. Schön, dich zu sehen. Lange nicht gesehen. Manchmal lese ich Namen, da denke ich echt... What? Hallo, hallo, hallo. Was mache ich denn jetzt? Es regnet, das heißt, das mit der Gurke kann ich nicht machen. Zwei Blumen abzugeben. Ein bisschen denken. Die Angel. Ich könnte meinen Teich befüllen mit Fisch. Auf der anderen Seite. Ach, ich muss das gedrückt halten, ich Depp. Wehe, ich finde nichts im Fluss. Wehe, ich finde nichts im Fluss. Das war so schnell. What? Meine Reaktionsgeschwindigkeit ist weniger geworden. Das ist schneller als bei Sekiro. What? Ha, irgendwas stimmt mit meinem Fluss nicht, Grabwächter. Was zur Hölle ist das? Ist das ein wichtiger historischer Fund oder kann das weg? Vor allem, wie kann er anbeißen? Ist doch egal. Weg damit. Das Problem ist, ich muss die Sachen immer zum Mülleimer bringen, weil sonst sind die Leute sauer, wenn ich Sachen wegwerfe. Dieses Spiel ist in einer ökologischen Umgebung aufgewachsen. Du hast einen neuen Computer? Nice. Willkommen zurück in der Realität. In der richtigen Realität. Lass dir nichts von anderen Realitäten einreden. Die haben Unrecht. Von ich mag das Angeln. Es gibt überhaupt nichts als Hinweis. Es gibt keinen Ton, es gibt ja nichts. Du musst die ganze Zeit auf deinen Charakter starren und so. Zählt das der nur oder nicht? Nicht blinzeln. Es könnte schnell vorbei sein. Nicht blinzeln.
Nicht blinzeln. Meine Augen tun weh. Ich habe geblinzelt. Ich habe geblinzelt. Fetter Fisch! Yeah! Jetzt muss ich den doch in den Teich werfen, Mist! Oh, nein, die wollen nicht wegwerfen. Die werden so sauer mit mir sein. Das muss ich beichten gehen. Fuck. Da ist es nicht gut. Ich wollte nur rennen. Ich habe die falsche Taste genommen. Yes. Zwei Babyboys. Gib mir die. Voll gut. Jetzt werfe ich diese riesigen Thunfische in meinen See. Und dann können die sich vermehren. Vermehret euch. Egal ob Mann oder Frau. Fische haben kein Geschlecht. In diesem Spiel. Sie sind sogenannt divers, heißt das heute. Und was machen die? Die machen sowas. Aber die machen das unter Wasser, damit es keiner sieht. Jugendfrei und so. Nicht die Gurke da reinwerfen. Merkt ihr keine mit dem Müll? Achso, das ist nur, wenn ich das direkt vor denen droppe, wa? Drop den Müll. Jaugi, hab ich dich heute schon gestreichelt? Ja, hab ich. Perfekt. Worauf stehen sie? Ich guck mal. Nein. Nein. Aha! Sind Sie dran? Willkommen zu Worauf stehen Sie? Mein Name ist Wip von gestern und ich bin Marco Mitsuta. Fangen wir mit dem Brief an. Hallo Wip und Marco. Ich schreibe im Moment wahnsinnig gerne Songtexte. Hier mein bestes Stück. Jede Woche fuhren wir spazieren. Du saßt neben mir, fingst an zu reden. Scheint gut mit deinem Freund zu laufen. Wie oft hast du mir diese Story schon erzählt? Ich hätte sauer werden können. Ich dachte, immer zu, warum liebt sie mich nicht? Warum liebt sie nicht mich? Doch sie sind halt nur gute Freunde. Wie gefällt Ihnen das? Ich suche jemanden, der dazu eine coole Melodie schreibt. Er nennt sich Feder und das scheint sein Lieblingstext zu sein. Marco, du als ehemalige Sängerin, was hältst du davon? Ich finde es fantastisch. Das wird ein Riesenhit. Also, es gefällt dir? Absolut. Jetzt fehlt nur noch die Musik dazu und jemand, der das Lied noch singen kann. Gut, wir suchen also Noten zu diesem Songtext. Schicken Sie Ihre Vorschläge an diese Sendung. Also, dann, bis nächste Woche. Tschüss von heute. Tschüss für heute. Okay. Ich werde diese Sendung nie wieder. Nein. Verdammter Cooldown. Ein Glück war der Cooldown für das Ups. Puh. Deswegen habe ich den Cooldown gegeben, Sayo. Genau deswegen. Und niemand kann was dagegen tun. Ein regnerischer Sonntag. Die Shogi-Stunde. Nice. Morgen ist in der Helle. Das ist Nachrichten, das interessiert niemanden. Shogi. Die Shogi-Stunde. Heute setzen wir das Spiel zwischen einem Spieler im Rang des 100. Dan, der erste Spieler, und einem Spieler des 101. Dan, der zweite Spieler fort. Zweiter. 5, 6 Bauer, 1. 6, 4 Bauer, 2. 6, 6 Bauer, 7, 6, 7, 4 Bauer, 2. 7, 6 Bauer, 8, 1. 8, 4 Bauer, 2. 8, 6 Bauer, 1. 6, 9, 4 Bauer, 2. 9, 6 Bauer. Hier endet das für heute. Voll spannend! Kommentatoren beim Schach? Liebe euch.
E3. G9. So. Ich weiß übrigens nicht mehr, wann das Gras grün ist. Deswegen werden wir das nicht ausprobieren, irgendwann abzuschneiden, sondern ich werde es nach Gefühl machen. Das heißt, wir werden lange warten. Und dann werde ich die Farbe des Grases genau beobachten. Ich werde eine Probe nehmen. Ich werde in der Grasnarbe schnuppern. Alles ist mir, es ist mir nichts. Mir ist nichts zu peinlich für das perfekte Gras. Außerdem ist das nicht meine echte Wohnung, in der ihr mich hier seht. Das ist nur meine Sommerresidenz. Normalerweise sitze ich in einem anderen Raum, aber ich dachte, ich wechsle heute in meine Berghütten-Lounge. Ja, das wollte ich sagen. Ich hasse regnerische Tage. Die sind so langweilig. Hey Taya, schön dich zu sehen. Treue Grabwächterin Taya. Warum bist denn du erst so spät hier? So geht das ja nicht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wir hatten so viel Spaß und du hast den ganzen Spaß verpasst. Arbeiten am 1. Mai? Unhöflich. Ach so, übrigens, 1. Mai. Heute ist 1. Mai. Nochmal, klar, der Start der Everyday Challenge im Mai. Ihr werdet diese Fratze jeden Tag sehen können auf Twitch. Hey, wie war euer Start in den Mai? Habt ihr reingetanzt in den Mai? Hat euch jemand einen Maibaum vor die Tür gestellt? Offensichtlich ist das ein Ding. Ich habe das im Chat gestern gelesen, im Discord. Ich dachte so, what? Ich habe Zayo gar keinen Maibaum gekauft. Ich dachte, geil. Hat der 5. Zwerg. Morgen Eili. Alles klar. Dankeschön. Aber ich hab gar keine Drogen für den Zwerg. Er wird mich nicht lieben. Morgen hat Eili Geburtstag. Du liegst krank im Bett, Mina. Oh nein. Oh. Ich kann verstehen, dass man bei dem Wetter krank wird, übrigens. Ich kann verstehen, dass man bei dem Wetter krank wird. Och. Los, wir gehen nach dem 5. Zwerg. Das ist kein Zwerg, das ist ein Kobold. Das ist ein Wichtel. Ich weiß nicht mal, was ein Wichtel ist. Haben die einen Topf voll Gold? Reiten die auf dem Regenbogen? Nein, sie schnüffeln Mehl und haben Teepartys. Sieben Tage am Stück. Wow. Das Beste ist, wenn du jetzt schön lange duschen gehst, Taya. Zwinker, zwinker. Der 5. Zwerg in der Liste. Als ob ich zählen könnte. Moment. 5. Der Kalmi. Der dunkelblaue. Der hier. Hey, du da. Hast du Geburtstag? Dankeschön, da. Heute habe ich nämlich Geburtstag. Wie gut. Drogenzwergen, Wichtelkobolde, so sieht das aus. So, wo wollen wir jetzt hin als nächstes? Wir haben noch ein paar Blumen. Morgen hat wer Geburtstag? Eili. Oh, das ist wichtig. Da muss ich dir noch Blumen besorgen. Und morgen ist Montag und es regnet nicht. Das heißt, wir könnten eventuell das Gurken-Event machen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich denke ja. Ich denke, es funktioniert. Jetzt schon. Ein Event, wovon ihr bestimmt viel überrascht werdet. Wir werden den Duolingo-Vogel sehen, glaube ich.
Smiley. Danke dir, juhu, aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Ja. Fünf Tage Wochenende, Bier. Auch mit dem Bier kannst du mich, mit dem Mehl kannst du mich auch rumkriegen. Ich hab tatsächlich waren wir gestern von der Firma aus, normale Arbeit. Ich kann ja nicht nur diese Arbeit machen. Dafür sind wir leider zu wenige und euer Support leider zu schwach. Aber es geht schon, Grabwächter. Es geht schon. Ich werde stark bleiben. Ich werde es irgendwie verkraften. Und weiterhin auf eure Güte hoffen. Auch wenn es so kalt ist. Es ist so kalt. Und jetzt sind wir wieder da. Auf magische Weise sind wir genau jetzt wieder da. Also hallo und willkommen zurück. Ich verliere übrigens nicht einen Frame. Mein Internet ist einfach weg. Kurzzeitig. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum ich für 15 Sekunden kein Internet habe. Wir werden dem Problem aber weiter auf den Weg gehen. Ich habe da schon angerufen und die sagen, ich habe vor 3 Wochen da angerufen, komischerweise. Und dann sagen die, mal beobachten. Dann war das weg. Das Problem. Für 3 Wochen war das weg und jetzt ist es wieder da. Ja, ich denke auch, wir müssen den Router komplett neu starten, die IP wechseln. Es könnten, ja, ich denke auch, dass das das Problem ist. Aber das kann ich ja nicht mittendrin machen. Man muss, glaube ich, nicht neu laden, tatsächlich, um mich wieder zu sehen. Ja, du musst es neu laden. Wie auch immer. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich wollte gerade ein bisschen von meiner Arbeit erzählen, das mache ich jetzt auch. Wir waren essen erst, von der Arbeit aus, und das war ganz lecker, wir haben Spargel gegessen, klar, zur Spargelsaison, Spargelzeit, und dann sind Sayo und ich tatsächlich noch weitergezogen, das erste Mal seit unserer Beziehung, tatsächlich, dass wir, hallo, vielleicht soll ich gar nicht darüber reden, aber seit meine Tochter aus dem Dorf verlassen hat, trinkt sich Duke, mein Mann, jede Nacht in den Schlaf. Nein, das solltest du nicht erzählen, übrigens. Und waren dann tatsächlich noch durch die Kneipen gezogen hier. War ganz nett. Wir haben natürlich nur Apfelsaft getrunken, weil wir verantwortungsbewusste Pyramiden-People sind. Die Pyramiden-People. Aber es war sehr witzig und wir hatten sehr viel Spaß auch. Wir waren aber nicht in unserer Altersgruppe, natürlich nicht, weil wenn ich weggehe, gehe ich nur dahin, wo die alten Leute sind und die alte Musik gespielt wird, wegen meinem Fuddy. Offensichtlich. Aber es war cool. Das schon ein paar Mal den Kanal vom Router gewechselt, nicht viel geholfen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ein Fehler von dem Ding. Ich meine, das läuft bei mir jeden Abend. Sorry, ich bin mega durstig. Das läuft bei mir halt jeden Abend, das Teil. Hab ich Post? Nichts gekommen. Wir können auch eine Blume weggeben. Ich weiß nicht an wen. Eventuell mal an Popuris Mom. Oder ich gehe mal ins Gasthaus. Vielleicht finde ich ja was Nettes und Leckeres. Schauen. Und ja, wir waren also auch weg. In den Mai waren wir weg. Auch mal was ganz Neues für Sayo und mich. Außerdem haben wir gesagt, komm, bevor ich jetzt einen Monat lang jeden Tag hier vorhänge, was ja auch neu für mich ist, können wir nochmal weggehen. Können wir auch mal weggehen. Und das haben wir gemacht. Also, wie war euer Start in den Mai? Das machen ja viele Leute. Die dann ein bisschen feiern gehen und ihren Gehaltscheck weggeben. Ist noch keiner da? Ist zu früh? Weil ist sonntags keiner da. Du musst dann immer neu starten. Hier startet er selber neu, zum Glück. Auch weil es ist hier auch alles grün und so. Also genau, das ist nämlich das Problem, was wir auch haben. Es ist alles gut und der Router sagt uns kein Fehler, aber ihr merkt, das Internet ist weg. Aber dann geht es auch von alleine wieder weg.
Und zwei hat mir Nüsse hingestellt, das tut mir total leid. Aber im Moment ist es meine Sünde. Kommen die heute oder nicht? Meint ihr, geht ihr ins Gasthaus? Ich muss Fischfutter kaufen morgen. Danke, Taya, fürs Bier. Ich hab wirklich nur Apfelschorle, also. Verbindung zum Server weiß ich gar nicht. Hallo, kannst du dir ein Schlückchen? Oh, vielen Dank. Ja, sieht fast aus wie Bier, ist aber tatsächlich Apfelschorle. Da steht's. Na, bist du mit der Arbeit schon fertig? In den Geburtstag reingestreamt. Hauptstreamerin? Was? Ich dachte, ich bin der Einzige für dich. Eins geht immer, bei mir auf jeden Fall. Du bist keine Streamerin. Das weißt du gar nicht. Du hast nicht nachgeguckt und du hast meine Gefühle verletzt. Und ja, ich habe auch Gefühle. Volltreffer. Ich bin froh, dass es hier so guten Wein gibt. Ich kann jeden Tag in die Schenke gehen. Und auch Streamerinnen tragen keine Hose beim Stream. Zumindest die, die ich kenne. Ihr wisst nichts über mich, ich merk schon. Nur weil ich diese männliche Stimme habe, bedeutet das nicht, dass ich keine Gefühle habe und keine Frau sein kann. Nur weil ich einen Bart habe und keine Brüste, bedeutet das nicht, dass ich eine Frau sein kann. Das ist Diskriminierung. So geht das nicht. Das, was ich bin, nennt man divers. Was auch immer das bedeutet. Und ich will mich über niemanden lustig machen, der denkt, der ist divers. Aber Leute, ernsthaft, ihr seid Mann oder Frau, genetisch, es hängt oder es hängt nichts untenrum. Das ist die Wahrheit. Und das ist nicht schlimm. Und wenn ihr euch anders fühlt und... Ist alles in Ordnung, ist auch gut, aber biologisch seid ihr A oder B. So funktioniert das. Ihr seid keine Schnecken, niemand ist eine Schnecke. Punkt. Außer Schnecken. Und Schnecken sind keine Menschen. Tut mir leid. Ich weiß, das ist gemein, und aber ernsthaft, das ist nichts Schlimmes. Lasst euch nicht diskriminieren, aber seht doch der Wahrheit ins Auge. Sorry. Ohne es böse zu meinen. Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt mit dem, was unten rumhängt und oder auch nicht, ist auch doof. Verstehe ich auch. Aber nicht den Frust an anderen rauslassen. Weil die können nichts dafür, für eure Situation. So sieht das aus. Ich hatte jetzt ein witziges Gespräch mit einem Vegetarier, weil wir einen Vegetarier auf der Arbeit haben. Und das ist auch immer so. Ich sag, vegetarisch ist doch überhaupt keine schwierige Lebensart. Ich meine... Ist eigentlich relativ einfach, kein Fleisch. Und manche Restaurants und so, die verstehen das immer noch nicht. Das ist so, was, das nur ein bisschen Schinken in den Käse-Schinkennudeln? Das ist doch nicht schlimm. Oder was, da ist doch nur Hähnchenstreifen in dem Salat? Das ist doch nicht schlimm. Und ihr denkt so, ah, das sind so Klischees und das passiert nicht im echten Leben. Aber doch, das passiert im echten Leben. Und ich finde schon, dass das blöd ist, weil ich meine, es ist nicht so, er isst nur Nüsse von, weiß ich nicht, ostafrikanischen Nusseichhörnchen oder so, sondern... Einfach nur kein Fleisch. Easy as pie. Einfach kein Fleisch essen. Punkt. Und so. Die Leute raffen das nicht. Und das finde ich total traurig. Und dann wird er noch angegangen. Und man. Dass er kein Fleisch isst. So, Leute, das ist doch doof. Das ist dämlich. Wie kann man jemanden dafür verantworten, dass er kein Fleisch isst? Und weil ihr zu dumm seid, das zu
Respektieren ist das doch Mist. Ich respektiere jede Lebensweise und die meisten von euch, die hier sitzen, wissen das. Aber gleichzeitig sage ich immer, das Leben ist nicht so schwer. Einfach leben und leben lassen. Und wenn jemand sagt, er ist divers, dann musst du zucken und das annehmen. Aber du kannst dich auch gleichzeitig fragen, aber Boy oder Girl, du bist doch untenrum irgendwas. Das hat irgendjemand, höchstwahrscheinlich die Genetik, entschieden, dass du Mann oder Frau bist am Anfang deines Lebens. Also ist das doch okay. Ist doch nicht schlimm. Warum lasse ich die Pflanze in der Mitte aus? Ich hasse Mitte. Ich hasse die Mitte so sehr. Ich habe kurze Arme und ich komme nicht an die Mitte dran. Das ist die erschreckende Wahrheit. Axt für das Pferd? Nein. Heute nicht. Da kommt man schon hin. Mit einer anderen Gießkanne wird man da hinkommen. Was uns nichts bringt, weil wir kommen ja mit der Arme nicht hin, um das zu pflücken, was dann in der Mitte ist. Gerade bei so Pflanzen, die länger halten, wie bei den Gurken. Ich meine, klar, ich kann jetzt die Gurke in der Mitte gießen. Geil. Aber es bringt mir nichts, weil ich kann die Gurke in der Mitte ja nicht abpflanzen oder abernten. Das geht ja auch dann nicht. Von daher ist die Mitte völlig egal. Und der das Spiel entwickelt hat, ist einfach ein Sadist. Dass du immer noch potenziellen Loot hast und nie an diesen Loot drankommst. Oder ich könnte mit der Sichel eins der Loot-Sachen zerschneiden. Und dann könnte ich in die Mitte kommen, würde aber an den Loot außen verzichten. Es ist ein sadistisches Spiel. Jemand will mich einfach nur hart ärgern. Und jetzt gucken wir, ob das mit der Gurke klappt. Auf geht's. Seid ihr gespannt, was der Gurkentrick ist? Auf geht's. Alle, die Harvest Moon lieben, kennen diesen Trick nicht. Eure Freundin wird euch für diesen Trick hassen. Heißt es immer im Internet. Mhm. Aber das sage ich euch später, warum, unter welchen Seiten. So. Der Gurkentrick. Muss er dahin schmeißen oder dahin? Hm. Vielleicht habe ich nicht genug Gurke. Oder Gott zwar in der Nähe. Hm. Oder das geht nicht im ersten Jahr. Hm. Oder das geht nicht im Frühling? Jetzt habe ich euch so enttäuscht mit der Gurke. War vielleicht einfach nur die falsche Stelle. Kann auch sein. Jetzt seid doch nicht so enttäuscht von mir, kommt schon. Ich bin ein junger Mann in den besten Jahren. Ich habe alles versucht. Ihr könnt mir doch nicht böse sein. Keine Gurkenmagie für uns. Die Frühlingsgründe machen auf dem Feld. Ah, ja, okay. Gurken zum Beispiel. Danke, egal wie alt man wird, es macht immer noch Spaß, Geburtstagsgeschenke zu bekommen. Oh, Farmster, was ist denn los? Farmarbeit ist hart. Farmarbeit ist nicht das Einzige, was hart ist. Ich wollte Fischfutter kaufen. Okay.
Ich kaufe mal ein bisschen Mehl. Diese Drogenkobolde. Ich muss die mir gefügig machen. Und das geht nur mit gutem Mehl. Hey, du da! Zwerg! Yippie, juhu, vielen lieben Dank! Wegen dem Money. Aber es geht im ersten Jahr, oder? Ich weiß, man muss irgendwie ganz verwirrt und komisch stehen, damit das klappt. Ich weiß das auch. Aber... Vielleicht beim nächsten Mal. Meal for the win. Oh, was gucken gerade Fichter? Bin gleich wieder für euch da. Ach so, ganze drei. Ach so. Ach so, auch noch. Dieser Kobold. Die wollen mir alle nur mein Geld wegnehmen. Was mache ich denn jetzt? Eben überlegen. Habe ich genug Geld? Wahrscheinlich nicht. Ich versuche es trotzdem. Ich hole mir mal eben meine Hake. Pack die Angeln weg. Und schau mal eben, ob ich Kupfererz finde für die Axt. Ich war beim Geburtstagskind, ja. Genau. Voll gierig mit den drei Gurken. Ja, und das muss wohl in der richtigen Stelle sein. Das ist das Wichtigste daran. Jetzt muss ich in meinen eigenen alten Videos nachgucken, wo das nochmal war. Mai! Hey! Heute ist der Tag, an dem Großpapa zur heißen Quelle geht. Hopp! Jackpot. Da müsste irgendwo hier der Ausgang sein, ja? Aha! Achso, ich kann das übrigens ganz okay gut. Steine. Silbererz, so. Wenn ich noch weiter runtergehe, werde ich kein Kupfererz mehr finden. Und? War das Mithril? Gold? Okay. Aha. Geht doch. Was war das jetzt? Das war Mithril, oder? Das war kein Orikalk. Die Blume hier entsorgen. Ich hätte auch dem Mädel das die Blume geben können. Egal, ich bin gierig. Ich schenke niemandem etwas. Schenken ist für Armleuchter. So, und jetzt muss ich die Axt nach vorne packen und das Erz gleich in die Hand nehmen. Und dann sag ich, alter Mann, was kann man dir? Was geht? Habt ihr Spaß an Harvest Moon, liebe Grabwächter? Macht euch das wirklich Spaß? Ist es wirklich ein Spiel, was ihr guckt und dabei entspannen könnt? Ich meine, klar, ich esse dabei Nüsse und trinke Apfelschorle und Zayo isst dabei Nüsse und hängt so halb lebendig im Stuhl. Ist es wirklich, macht euch das Spaß. Oh, Farmstra von der YOLO 2.0 Farm. Merkt es euch aufbessern lassen. Das kostet 1000 Gür. Ja. Die Arbeit dauert 3 Tage. Willst du es? Ich meine. Wenn du jetzt gehen würdest, ich werde mit der Arbeit beginnen. Oh mein Gott, ich weiß, was ich vorher dazu gesagt habe. Mir fällt der Joke damit wieder ein. Oh mein Gott.
Harvest, ich habe gesagt, wir machen keine Wiederholung, aber Harvest Moon Back to Nature, was ich vor 3 Jahren gespielt habe, nochmal, ich habe es vor 3 Jahren, vor 4 Jahren beendet. Ne, vor 2 Jahren beendet und es hat 3 Jahre gedauert, das zu spielen, 3 echte Jahre, weil ich immer nur YouTube-Folgen gemacht habe. Es trifft mich gerade wie ein Schlag, dass ich jedes Mal, wenn ich das zum Schmied gebracht habe und er immer diese komischen Aussagen macht, so, gehst du jetzt bitte? Ich will mit der Arbeit beginnen. So, willst du es wirklich? Erzbepimmelung. Weil ich weiß nicht, was er macht, aber er macht es sehr gut. Was lässt du aufwässern? Die Axt. Ich entspanne bei jedem Game, den du spielst. Schaltet alle Morgen ein für Sekiro, für die beste Entspannung, die ihr jemals hattet. Und macht den Ton leise. Erzbe, was? Erzbe Pimmelung. Ich glaube, dass er sowas macht. Ich weiß schon, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ein Schlawiner ist. Klingt seltsam. Aber er will 3 Tage seine Ruhe haben. Hallo, Maika, schön dich zu sehen. Er will 3 Tage mit den Ärzten seine Ruhe haben und er fragt mich auf ganz komische Weise, ob ich das wirklich will. Also ich denke mal, da ist irgendwas wird da dran sein. Irgendwas wird schon da dran sein. Übrigens, was ihr gerade gesehen habt, man kann ganz wunderbar Hallo und Tschüss sagen, wenn man das möchte. Für alle, die das vielleicht noch nicht so oft benutzen. Ist ein ganz tolles Feature. Ihr sammelt die ganze Zeit so ein bisschen Stream-Währung. Damit könnt ihr ganz tolle Sachen machen. Folgenreich ist auch wieder dabei. Da muss ich mal eben gucken, ob ich das überhaupt aktiviert habe. Ja, habe ich. Alles gut. Alles gut. Folgenreich ist auch aktiviert. Also, alles ist gut. So, als nächstes kaufen wir uns wahrscheinlich einen Huhn. Ich denke, das ist so der Plan. Als nächstes kaufen wir einen Huhn. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit der vielen Zeit in Harvest Moon machen soll. Warum habe ich hier so viel Zeit? Normalerweise fühle ich mich hier eigentlich immer gestresst bei dem Game. Aber wir haben so viel Zeit. Ach ja, und ihr könnt ganz andere tolle Sachen machen bei den wunderbaren Wüstlingen. Also, hier zu sein im Stream und mitzumachen, das Ganze mitzuerleben, ist schon lange meine Aufgabe. Für alle die mich neu und noch nicht kennen, hallo, Ustra Haso. Streame normalerweise 4 bis 5 Tage die Woche. Immer ab 20 Uhr. Immer an verschiedenen Tagen. Im Moment mehr am Wochenende, diesen Monat komplett, jeden Tag. Und ich lege relativ viel Wert auf Community-Arbeit. Und Community-Zusammenarbeit. Deswegen gibt es hier ganz tolle, merkwürdige Möglichkeiten, Punkte zu verdienen und diese Punkte wieder auszugeben. Und das liegt an eurem Effort, ob ihr das wollt oder nicht. Hätte ich besser nichts gesagt mit dem Wüstling. Jetzt geht's ja schon wieder los. Eieieiei. Ich habe Angst vor Darkwood. Ich auch. So. Jetzt sind wir einmal durchs Dorf gelaufen. Wir haben die Populisten gesehen. Sehr gut. Jaugi. Die Fee und ich. Was ist das für eine Serie? Oh nein. Die Fee und ich. Seine Geschichte. Kapitel 1. Ich bin jetzt in der Schulbibliothek. Aber das bedeutet nicht, dass ich gerne lese oder hier bin, um zu lernen. Ich bin hier wegen Crystal Wintermond. Sie hilft hier in der Bibliothek aus und komme jeden Tag her, weil ich sie sehen will. Aber bis jetzt
ist sie heute noch nicht in der Bibliothek. Ist sie bis jetzt noch nicht in die Bibliothek gekommen. Wahrscheinlich hat ihr Lehrer die Klasse noch da behalten. Ich habe nichts zu tun, also gehe ich herum und sehe mir die Bücher an. Einem merkwürdigen Impuls gehorchend ziehe ich ein Buch aus dem Regal. Der Titel des Buches ist Die Fee und ich. Fortsetzung folgt. Seltsam? Wieso seltsam, Maika? Hi. Alles gut. Oder? Dann Hi ist auch angekommen, oben über dem Bildschirm. Vorhin. Wenn du das meinst. Ich habe auch vergessen, den Rest der Monatsstatistik zu machen. Das werdet ihr übrigens morgen kriegen. Ich weiß nicht, ob Cyber das nochmal eben irgendwie in die Grabkammer oder so schreiben will, falls das irgendjemand verpasst. Delikate Stunde! Ein neues Gericht. Omelette. Wir brauchen ein Ei, ein Milch, ein Öl. Verschiedene andere Zutaten. Du musst Ausrufezeichen machen, nicht Slash. Kann das vielleicht daran liegen, dass du das falsche Vorwort genommen hast? Auf dem Rosenplatz findet das Pferderennen statt. Doggy. Warum immer in der Bude rumhängen? Hallo Herr Bürgermeister, dieser Hund. Wusstest du, dass morgen das Pferderennen auf dem Dorfplatz stattfindet? Ich habe gehofft, du würdest auch daran teilnehmen, wenn du ein größeres Pferd auf deiner Farm hast. Aber du kannst auf die Rennen Wetten abschließen, Bübü. Das macht Spaß und ist eine Abwechslung zur täglichen Arbeit. Also komm doch einfach morgen vorbei. Ich werde auf dich warten. Ich habe Folgen, Reichert. Cooldown. Ein Glück. Fünf Minütchen oder zwei Minütchen muss man warten, damit Folgenreich wieder funktioniert. Hopp. Bald sind meine Kartoffeln fertig. Vielleicht treffe ich die auch irgendwann mal. Bis jetzt geht's. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt einen Huhn kaufen kann. Außer die Hühnerfarm hat zu. Ich glaube, ich habe jetzt genug Gras, um einen Huhn durchzufüttern. Beste Lösung, einmal aus und wieder anschalten. Es ist immer die Lösung, oder? Oder dagegen treten, wie Spike Spiegel das machen würde. Übrigens ein Tipp. Bitte, wenn ihr euren Pharao liebt und ihn nicht ehrt und ihn wirklich gerne habt, bitte tut mir einen Gefallen. Wenn ihr Netflix-Schauer seid, oder irgendwie anders drauf stoßen solltet. Es gibt einen wunderbaren, wunderschönen Anime aus den 90ern, der Cowboy Bebop heißt. Tut mir einen Gefallen, falls ihr davon eine Netflix-Adaption mit echten Schauspielern seht, schlagt die Arme über den Kopf, rollt euch zusammen und guckt euch das bitte nicht an, aus Respekt vor dieser wunderbaren Serie. Bitte. Das ist meine... Ich sage ja normalerweise nichts. Aber das ist mein absoluter, überhammerheftiger Lieblingsanime. Und es ist so dreckig, was die daraus machen. Also bitte nicht machen. Nicht machen. Bitte nicht. Wenn ihr euren Pharao liebt,
Lass dir das. Du hattest die Game Boy Advance Version von dem Game. Das ist ein anderes Spiel, aber ich weiß, welches du meinst. Du meinst Friends of Mineral Town. Das ist was ganz anderes. Aber na gut. Das ist ganz was anderes. Das spielt sich ganz anders. Moin, und ich am schön zu sehen. Kann das sein, dass ich muted bin? Nope. Nicht muted. Ich bin laut. Laut und nervtötend, wie immer. Fischfutter. Achso, kann ich jetzt hier ernten oder nicht? Das Gras sieht saftig aus, in meinen Augen. Wir gucken mal, was meine Sichel dazu sagt. Oder bin ich muted? Nö, boah. Wollte schon sagen, ich sehe auch, dass ich Ausschlag habe. Also, ich habe Ausschlag, alles muss in Ordnung sein. Aber ein normales Gameboy-Game gab es auch. Ja, es gibt, glaube ich, zwei oder drei von... Nope. Es gibt zwei oder drei Spiele hiervon, die alle in Mineral Town spielen. Aber ich glaube, es ist nicht Back to Nature. Was ich blöd finde... Achso, ja, ich weiß, der mutet das immer irgendwie. Ich weiß auch noch nicht genau, was das soll. Was ich blöd finde... Und ich finde es schade, dass es Europa nicht bekommen hat. Es gibt übrigens dieses Spiel in zwei Versionen, wer das nicht weiß. Dieses Spiel für die PlayStation 1 gibt es in zwei Versionen. Und zwar gibt es Harvest Moon Back to Nature. Und es gibt tatsächlich auch für die PlayStation normalerweise, beziehungsweise in anderen Ländern, gibt es auch Harvest Moon for Girls. Bedeutet also... es war dasselbe, nur du warst am Anfang ein Mädchen und konntest dann Rick, den Doktor, den Kai und die... Ich glaube, ich muss mein Handy leiser machen. Wow. Und die anderen frompelt so, heiraten und daten. Und da warst du einfach ein Mädel. Das gibt's also schon ziemlich lange, dass man auch eine Frau sein kann. Das halt die Rivalen, ja, aber es gab's halt nicht in. Das gab's halt für die PlayStation nicht überall. Das finde ich ein bisschen doof. RIP-Gehörgänge, yo, das war laut. Verzeihung. Aber ich war heute unterwegs, da habe ich das ab und zu habe ich schon mal das Handy auf laut. Obwohl ich sowieso kein Internet mehr habe. Mein Internet ist weggelaufen. Zayo hat mir kein neues gekauft. Zayo sagt, nein, du kriegst kein Internet mehr. Du Bösewicht, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, du bist immer so abgelenkt. Du könntest dich zwischen Cliff und dem Arzt nicht entscheiden. Also als Mädchen würde ich generell gar keinen heiraten. Ich würde die ganze Zeit vorm Spiegel an mir selbst rumspielen. Sehr charmant, wie immer. Und, sonst würde ich... Ich weiß nicht, ich finde den Schmiedejungen cool, weil er seine komische Uma-Mütze hat. Und I love Uma-Mütze. Das ist ganz cool. One ist da, okay. Ich kann nichts kaufen, was ich brauche, oder? Nee, wird zu teuer auch. Ich würde Cliff nicht heiraten. Ist Cliff nicht der Typ, ist Cliff nicht der hier, der die ganze Zeit in der Kirche rumhockt? Natürlich will ich mit Rick anbändeln, übrigens. Ist ja wohl ganz klar. Das größte Übel muss von dieser Welt befreit werden, also mache ich das selbst. Es geht mir heute wieder nicht so gut. Danke dir, juhu. Aber meinst du wirklich, ist das in Ordnung? Ja, geht schon. Oh, Farmstar! Was ist denn los?
Ich mag das übrigens. Das ist dieses kleine Mini-Detail mit dem, das kleine Mini-Detail mit dem Herzen unten. Das ist einfach, ich mag das, dass du da direkt sehen kannst, wie weit du bei denen bist. Das macht Spaß. Hallo. Hallo, Farmstra. Hast du was in meinem Haus zu erledigen? Nein. Oh, blaue Kräuter. Kräuter? Magst du Kräuter? Oh, danke dir. Aber darf ich das wirklich behalten? Sie mag Kräuter. Hallo. Weißt du, diese Bücherei wurde gebaut, damit die Dorfleute die Bücher meines Vaters lesen können. Wir fügen immer neue Bücher hinzu und tauschen andere aus. Du solltest also regelmäßig in die Bücherei kommen. Auch damit ich dich beobachten kann. Ich meine... Nüsse. Und Rosinen. Nom, nom, nom. Du hast die Finger abgebissen, Frau Gier. Zwei Fische. Okay. Die Axt ist gerade im Wiederaufbau. Der Rest läuft noch nicht so richtig gut. Ich glaube, ich gehe ein paar Erze holen. Sonst seid ihr wieder sauer, wenn ich meinen Tag nicht effektiv gestalte. Karin, hi. Mir gefällt's hier. Sehr gut. Als ich noch klein war, habe ich immer geglaubt, wenn ich hier bleibe, treffe ich die Feengöttin. Willst du nicht gießen? Ich habe schon gegossen. Dankeschön. Es ist nur schwierig, den ersten Eingang zu finden. Danach ist es einfacher. Na. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Na. Das gibt's doch nicht. Ja, kenne ich. Mir ist auch gerade schlecht. Okay. Nee. Ich hasse das, wenn die Leiter mittig ist. Aha. Ich frag mich, wie tief wir kommen. Mit unserer wenigen Ausdauer, die wir besitzen. Na komm. Wahrscheinlich nicht tief genug, um nochmal eine Power Barrier zu bekommen, aber. Mehr Gold für den Goldgott. Findet ihr die Mine? Ist das ein gutes? Ist das eine gute Geldquelle? Ich rede zu schnell. Habt ihr die Mine viel genutzt? Jo. Als Geldquelle? Ich finde...
Ich weiß nicht. Ich fand das immer zu anstrengend mit der Mine. Geht erst, wenn man den Korb hat. Ja, wenn man den Korb hat, ist es natürlich nochmal eine Ecke besser, finde ich auch. Ich finde das auch nie richtig rentabel. Ich meine, den extra Cash, den du rausziehen kannst, weil du einfach da rumbuddelst, ist gar nicht so wenig, wie man denkt. Ich glaube, es sind jedes Mal 50 Gold oder so. Also nicht zu schlecht. Ich hoffe, am nächsten Tag. Ah, du hast die nur im Winter genutzt, aber dann nimmst du auch die andere Mine dann wahrscheinlich. Mit dem Orikalk. Das ist natürlich dann mal was anderes. Viele große Fische angeln bringt natürlich auch Kohle, ist korrekt. Aber ich denke mal, wir sind gerade dabei, die Fische zu züchten. Heißt also, mehr oder weniger ist es egal. Jetzt brauchen wir nicht mehr angeln gehen. Wir haben zwei Fische, das heißt, es vermehrt sich sowieso von alleine. Und wir können daraus jetzt auch irgendwann Geld gewinnen. Was ich jetzt natürlich noch nicht gemacht habe, was ein bisschen doof war, weil ich es weiß, ich hätte bei Won einfach Blumensaat kaufen sollen, früh im Jahr. Für den Honig, damit ich noch jeden Tag Honig verkaufen kann, aber so bin ich nun mal. Bisschen langsam dann in solchen Sachen. Und nochmal, ich bin nicht auf 100% getrimmt, also wirklich nicht, oder auf Perfektion. Da hättest du wahrscheinlich schon am 5., also am 10. Tag oder so, hättest du wahrscheinlich schon Blumen haben können. Aber zweimal mit den Achseln gezuckt. Ich muss die Stelle finden, wo ich den Kappa bekomme. Das ist wichtig halt. Wenn man unterwegs ist, kann man mal zwischendurch angeln. Ich finde, es kostet zu viel Zeit. Ich meine, klar, du kannst natürlich richtig Glück haben und es geht sofort, zack, Angel raus, Fisch, Angel rausholen, Fisch rausholen, fertig ist. Der Kappa ist nicht hier, oder? Der ist nicht von hier aus. Oder ist es von hier aus? Nee, das ist von da unten. Der Kappa muss irgendwo von da unten sein. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da oben zu stehen. Das muss irgendwo hier sein und das muss irgendwie irgendwo hier sein. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo hier in diesen Teils. Das ist nicht nach hier nach unten werfen. Das könnte auch nach unten werfen sein. Bin mir nicht mehr sicher. Irgendwie so. Und dann wird ein Schuh draus. Und dann müssen wir eine Menge Gurken in den Teich werfen. Ich würde das schon am Anfang machen, weil mir ist die Ausdauer lieber als das Geld, wenn ich die Wahl habe, weil ich mit der Ausdauer mehr wirtschaften kann. Ich kann zum Beispiel am Anfang viel mehr Holz sammeln. Holz bedeutet, ich kann schneller aufwerten. Und das bisschen Geld am Anfang tut uns nicht so weh. Weil dafür sind wir relativ effektiv in der Farm schon. Ist jetzt so meine Überzeugung. Wenn ihr das natürlich anders seht und dass die Farm für euch so sagt, ach, die Farm ist doch voll klein im Tag 17, dann muss ich mir höchstwahrscheinlich Hände bügeln gehen. Kann dann auch passieren. Ein Stündchen haben wir auch noch. Ich werde ohne Pause machen. Ich weiß übrigens nicht, wie das in der Zukunft wird jetzt in dem Monat Mai. Ob ich nicht jede anderthalb Stündchen einfach eine Pause einlege, um die Folgen zu kürzen. Beziehungsweise um die Folgen in zwei Teile zu teilen. Und einfach um es entspannter zu haben, weil ich ja im ganzen Mai dann streamen werde. Keine Ahnung. Einmal nochmal was gucken. Wenn ich da eine 1 sehe, bedeutet das irgendwo wird mir geschrieben. Achso, tja, dankeschön. Ach da. Ach, muss da an der Stelle stehen. Okay. Danke. Ja. Also war die erste Stelle, an der ich gestanden habe. Nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Und ich habe das noch ungefähr im Kopf gehabt, dass er ganz gut ist. Dann bist du wenigstens nicht völlig durcheinander. So, heute ist Pferderennen. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich noch ein bisschen Blumen gießen. Ah ja, das wollte ich auch machen. Dubbel, dubbel, dub, tip, dub, tip, du, di, da. Boah, wie lange die Kartoffeln brauchen. Das ist ein Unding. Wer hat diese Idee gehabt mit den Kartoffeln? Wart ihr das? War ich das? What the fuck?
Ich hatte diese Idee nicht. Zayo hat auch gerade im Internet gehuckt, danke Zayo. Deswegen habe ich mal eben so rüber gelinst. Das ist zufällig Mev gesehen. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Dass er da genau die richtige Seite dann hattest. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Oh, falscher Ruf. Ist Daugi drin? Daugi! Ah. Müssen du, sag mal. Sieben Tage braucht das. Boah. Boah, das ist voll viel, ey. Du hast deine Farben anders aufgebaut? Glaube ich. Das ist jetzt so das Layout durch Stardew Valley. Übrigens soll das ein riesiges Update bekommen für alle, die die Farmgames mögen und vielleicht auch ein neueres Farmgame spielen wollen. Stardew Valley soll nochmal ein größeres Update jetzt bekommen. Wo es nochmal auch für den Multiplayer nochmal interessanter wird. Weil noch ein neuer Farmtyp zum Beispiel dazukommt. Und neue Funktionen nochmal reinkommen. Also wer sich noch nicht entschieden hat und auch selber nochmal Farmspiele spielen will, Stardew Valley ist eine wunderbare Lösung und eine wunderbare Idee. Immer so, dass du drüber springen konntest. Na, ich mag mein Layout. Entschuldigung, ich wollte nicht pfeifen. Okay, immer noch nicht. Boah, dieses Gras. Boah, dieses Gras. Boah, das regt mich so auf, ne? Also wenn es mehrfach farmbare waren, ach so. Ach so, du hast immer nur eine Reihe davon gelegt. Das ist mir zu teuer. Das ist mir von den Samen her zu teuer. Ich möchte schon, dass der Samenbox mindestens die 8 äußeren haben. Da muss ich nicht drüber springen können. Achso doch, eventuell. Ich würde doch drüber springen wollen. Und zwar, es ist echt die Frage, ob man für die Farmbaren den mittleren Block überhaupt nutzt. Oder ob man den mittleren Block freilässt und drüber springen. Das Pferd von der Yodel Ranch läuft auch. Früher hat Bali es selbst geritten, aber jetzt ist jemand anderes Jockey. Naja, immer die 8. Ah, okay. Ich habe schon mehrmals gewonnen. Ich muss eine Menge Glück haben. Oh, ich habe hier ein gelbes Herz, ein lila Herz. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Pferderennen mitzureiten. Ich kann mir nicht vorstellen, bei einem Pferderennen mitzureiten. Ihr seid schon mutige Kerle. Ich bin froh, dass wir gutes Wetter haben. Und ein bisschen Wind weht auch. Das Pferderennen hier im Dorf ist eine gute Gelegenheit, sich die Pferde anzusehen, welche die anderen aufgezogen haben. Es macht auch aus diesem Grund Spaß. Oh, das ist eine gute Idee, Checker. Ah ja, das hätte ich vielleicht prüfen sollen. Hallo. Ich entscheide, wann das Rennen beginnt. Das ist schön für dich. Ui, es sind wirklich viele Pferde dabei. Hier kannst du einen Wettschein kaufen und Medaillen gegen einen Preis eintauschen. Ja, ich würde das gerne machen. Achso, ich muss an den Counter dann. Okay. Möchtest du einen Wettschein kaufen? Oder vielleicht einen Preis eintauschen? Preise eintauschen. Du willst Medaillen gegen einen Preis eintauschen? Nicht wahr, Bübü? Ein Armband, eine Halskette, Geiststärken XL, Körperstärken XL, ein Trüffel und Mithril. Für 1001 Dinger kriege ich eine Energiebeere. Du willst einen Wettschein kaufen, nicht wahr? Nein. Nein. Ich will keinen Wettschein kaufen. Grabwächter, was meint ihr?
Was meint ihr? Wollen wir Wettscheine kaufen oder nicht? Ich bin mir unsicher. Ich meine, ich gewinne nichts wirklich. Und ich werd nur Geld loswerden. Du würdest welche kaufen? Wofür? Es gibt nichts, was ich haben will. Der Pharao sagt nein zum Glücksspiel. Oh oh, wer hat den Pharao ausgetauscht? Es gab eine Powerberry, aber für 1001 Medaille. Ich glaube, ich gehe mit Regret. Ich gehe mal mit Regret. Und ich kaufe 10 Tickets. Weil ich ein verrückter Mofo bin. Auf wen würdet ihr denn wetten? Jeweils 3 für Luna und Regret. Warum? Was kriege ich denn für 3 Tickets? Dann kriege ich 9 zurück, oder nicht? Wenn ich 3 gewinne, habe ich eine Chance, 3 Chancen, dann verdreifache ich das, oder? Naja, ich weiß, dass ich über ihr erhalten bleibe. Echt? Ihr wollt alles Chewy? Okay. Ich mache für beide 5. Immer jeden mindestens einen. Na. Oh, wenn Sultan gewinnt, wäre natürlich geil. Warte mal, ich kaufe mal hier 2. Boop. Auf geht's. Ihr verleitet mich mehr zum Glücksspiel als ich mich selbst. Hier, bitte. Das ist das erste Mal, wo ich an keinem Glücksspiel teilnehmen wollte. Und dann macht ihr mich zu einem. Ich bin nicht süchtig danach. Ihr macht mich süchtig danach. Auf geht's. Also gut, dann werde ich das Rennen starten, Bürgermeister. Oh, ja, fangen wir an, Bübü. Die hohe Zahlen haben, gewinnen nie. Ich weiß. Aber wenn, dann bin ich im Rennen. Komm schon! Gib alles! Papa braucht neue Schuhe! Kann nicht so schwer sein! Ich kaufe 5 für Regina und 5 für Boxer und 2 für Rocky. Ihr verleitet mich dazu, mein Geld beim Wetten abzugeben. Und dann gewinnt Coco. Ja, natürlich gewinnt Coco. Aber ihr sagt, ich soll wetten, also wette ich jetzt. Punkt. Ob ihr es wollt oder nicht. Ich will wieder neu laden. Nee, ich lade nicht neu. Es ist kein Safe Scumming bei Harvest Moon. Das lohnt sich einfach nicht. Bei Harvest Moon Safe Scumming ist so. Für was? Für was soll ich das hier machen? Wirklich? Für die blöde Powerberry am Ende? Come on. Im ersten Jahr ist es sowieso fast unmöglich zu bekommen.
Man müsste so viel Geld reingeben. Ich glaube, Coco hat gewonnen, Grabwächter. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht auf Coco gesetzt. Aber schön, dass du dich freust. Wenigstens einer, der sich freut. Ja, wenigstens einer, der sich freut. Ist ja okay. Ich habe mein ganzes Geld verwettet und verloren. Und ich muss jetzt in der Gosse schlafen. Aber wenigstens freust du dich über mein Leid, Zayo. Vielen Dank. Mods sind die besten Freunde. Gibt's noch mehr Pferderennen? Oh, geil. Ich liebe Pferderennen. Ich nehme 2 auf Lilly. Und ich nehme 5 auf Nuri und auf Mayday und auf den Maitag nehme ich auch nochmal 2. Auf geht's. Wiedersehen, Geld. Einer noch. Das macht so viel Spaß, Grabwächter. Ich glaube, ich habe jetzt eine Glücksspielsucht entwickelt für Pferderennen bei Harvest Moon. Ich glaube, ich lade nochmal neu. Grabwächter. Ich könnte das den ganzen Abend machen. Den ganzen Restabend könnte ich nur noch Pferdewetten machen. Auf geht's. Wer ist dabei? Wann haben wir gespeichert? Man speichert jeden Tag. Also man hat dann vorher gespeichert. Ihr macht euch doch nicht Sorgen um mein Geld. Mit eurer Unterstützung. Mit eurer Unterstützung. Geht mir das Geld doch niemals aus. Oder was meint ihr? Wir müssen nur daran glauben. An euer Portemonnaie. An den Spendenlink. Und an Harvest Moon. Und das Pferderennen. Wollt ihr mich noch einmal Pferderennen machen sehen? Nektar hat gewonnen. Nice. Weil Nektar ist wieder der Erste gewesen. Mit einer Chance von 2. Na super. Ich glaube, ich habe mein Geld verloren. Ha, seufz. Ha, mein Leben. Eine elende Abschwärtsspirale. Und jetzt habe ich mein ganzes Geld verloren. Ich habe eine Hypothek auf die Farm aufgesetzt und ich muss Daugi verkaufen. Er muss für mich auf den Strich gehen, auf den Hundestrich. Auf Wiedersehen. Stunde der Lieder. Auf geht's. Das wird mich wieder fröhlich machen. Hallo, heiße Cheerleaderin. Das sind gelbe Tops und ihr seid bauchfrei. Okay. Eine weitere Vorstellung. Wieder Zeit für die Stunde der Lieder. Unser heutiger Gast ist Mademoiselle. Hören wir uns das Lied an. Geschenk für alle. Schreib deine Adresse, deinen Namen und deine Telefonnummer auf und kreuz auf dem Formular an, was du möchtest. Steck es in den Umschlag. Vergiss nicht, eine 500-Yen-Briefmarke beizufügen. Das ist es, was wir ein Geschenk für alle nennen. Klatsch, 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 klatsch. Okay. Manchmal sind es nicht 500 Yen und Briefmarken, aber vielen Dank. Das Lied war der Hammer! Bestes Pferderennen ever. So sieht's aus. Gebrochen und in Schulden. So muss das sein. Oh, Taugi! Nur du! Nur du und ich. Nur wir können die kalten Winter gemeinsam überstehen. Es reicht doch, wenn ich den kalten Winter überstehe und ich den Fell als Decke nehme. Aber es ist okay. Wir werden schon irgendwie überleben. 500 Euro. Was, ihr wollt mir 500 Euro in meine Spendendose packen? Das ist voll nett von euch. Der Link ist unter im Video. Oder Sario gibt ein Ausrufezeichen Tipp. Da findet ihr, wo es hingeht. Damit werdet ihr einen kleinen Pharao viel glücklich machen. Also, jetzt ist eure Chance. Auf geht's. Zum Start der Everyday Challenge. Ich habe nicht mal das Spendenziel zurückgesetzt. Fällt mir gerade ein für den Mai. Noch nichts gemacht.
Oh boy, ich war heute sehr faul. Der 1. Mai ist für mich wieder... Oh boy, das ist nicht gut. Aber nochmal, wie gesagt, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr den Ustra Aha so mögt, dann lasst Support da. Das bedeutet nicht Hartgeld-Support. Das bedeutet einfach wieder einschalten. Weiß ich nicht, den Freunden teilen, auf YouTube sich angucken, auf YouTube abonnieren vielleicht. Auf den diversen sozialen Netzwerken vorbeigucken, Discord beitreten. Alles was hilft, ist Support. Und da sind wir auch schon wieder, frisch aus dem Ei gepellt. Ist er zurück und strahlt euch an mit diesen wunderschönen Augen. Hi, na ihr, geht's euch gut? Habt ihr gerade Feierabend? Habt ihr gerade Entspannung pur? Wir haben noch ein paar Minuten zusammen, die wir gemeinsam gut verbringen können, vor dem Fernseher. Morgen wird sonnig, perfekt. Schön, euch wiederzusehen. Wie gesagt, mit einem Reload. Ah, die Kartoffeln sind schon fertig, wenn das... Nö. Oh, nö. Das heißt, da hinten waren die Kartoffeln die ganze Zeit fertig und ich habe die einfach nur gegossen wie ein Blädermann. Dankeschön übrigens, dass man mir gesagt hat, dass die Kartoffeln so fertig sind. Ich wäre da nie drauf gekommen, im Leben nicht. Das ist ja traurig. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Ihr habt es zurückgeschafft. Euch zu sagen, F5 zu drücken, bringt wahrscheinlich nichts, wenn ihr halt nicht da seid. Live natürlich. Ich hoffe, alles auf YouTube ist okay und man hat diese Abbrüche einfach gar nicht. Voll gemein, mitten in meinem Support-Text. Mitten in meinem Support-Text ist das abgerissen. Und dabei wollte ich doch so jetzt, dabei wollte ich euch das so zum Support überzeugen. Ja, ich weiß, es ist lustig. Es ist auch lustig, nicht zu supporten. Ich weiß, es macht viel Spaß. Dinge, die umsonst sind, sind die besten. Ihr wisst aber, dass ich das ja nicht ewig machen kann. Das ist auch die Wahrheit. Ich brauche Strom und Internet. Vor allen Dingen brauche ich Internet. Offensichtlich. Spenden Sie jetzt und schenken Sie einem jungen Mann Internet. Mit ihr... Jackpot. Es klappt immer! Vom Ah Mann! Das war doch nur ein Witz! Für die Wettmafia, dankeschön! Ja, das ist. Vom Bübü, ja, das ist wirklich wahr. Das ist wirklich eine Wettmafia. Wie gesagt, dankeschön übrigens für den Support. Das ist natürlich. Gib dem Love Push! Das ist natürlich wirklich. Ich glaube, im ersten Jahr ist es wirklich so, du kannst einfach nur auf den setzen mit der 1. Du kannst auf nichts anderes setzen, fast. Ich meine, in der letzten Runde hat der mit der Chance 2 gewonnen. Wow. Aber sonst, du kannst auf nichts wetten. Die gewinnen einfach nicht. Außer du lädst einfach 100 Mal neu, aber im Normalfall, die gewinnen nichts. Vergiss es. Und das heißt, dein Ticket ist auch nur eine Sache wert. Das heißt, du musst 1000 Tickets kaufen. Heißt also 10.000 G reinpacken. Die Kartoffeln waren doch schon fertig. Ja, reib noch Salz in die Wunde. Dankeschön. Na, du musst nur auf dich selber wetten. Das sehe ich nämlich auch so. Ab dem du das Pferd hast, musst du einfach auf dich selbst wetten und halt gut in dem Pferderennspiel sein. So, die eine Kartoffel lasse ich liegen. Die brauche ich gleich. Ich glaube, das ist wirklich der Trick. Schon Mittag, ich habe noch nichts gemacht, außer 5 Kartoffeln von A nach B getragen. Mann, ey. Das Problem ist, bei den ganzen Setzlingen, man fasst es einfach so wenig an. Man will das ja irgendwie nicht kaputt machen und so, und deswegen traut man sich nicht, da die Setzlinge anzufassen. Klar. Hm. Die Kartoffel brauche ich. Gleich, die kann ich ja schon mal mitnehmen. Die spende ich. Eine Kartoffel können wir ruhig spenden, Grabwächter. Das wird uns nicht wehtun.
bei so viel Kartoffelpower. Und wir gehen nach dem Schmied. Der müsste meine Axt haben. Was nehme ich denn heute? Ach ja, die Bürste. Lasagne. Wird schön groß. Und lecker. Warte. Dann möchte ich nächstes Jahr... Wenn du nicht gut bist im Pferderennen, hat dein Name nicht nur... Ist dein Name nicht nur noch ein lustiger Nebensatz, dann ist es ein Hauptsatz. Also schönartig bleiben, sage ich dem Pferd, als ich seinen Stall verließ. Ich glaube, das Gras ist fertig. Wo ist mein Hund? Doggy! Wo ist er hin? Na, der kommt schon wieder. Ach, es ist donnerstags. Oh nein. Oh, ich will meine Axt haben. Gib mir meine Axt zurück. Drecksack. Keine Sekunde länger. Wo ist er denn hin? Doggy. Immer noch nicht. Doggy! Ich höre ihn bellen. Das Schwimmfest. Oh, das ist so geil, oder? Schwimmfest ist das geilste Fest. Ich glaube, du musst alle Powerberries haben, um Rick zu besiegen, oder? Na, wenn das nicht Farmstra ist, woher ich deinen Namen weiß, so bin ich eben. Okay. Danke für deine Gabe. Bye, bye, Bitch. Ich wohne hier. Das Gras muss dunkel sein, es ist reif, es ist dunkel. Im Dunkeln ist es auch dunkel. Kann Rick so gut schwimmen? Ja, er kann nicht viel, aber schwimmen kann dieser Rick. Quatsch, Rick kann gar nicht schwimmen. Rick ist der Schiedsrichter. Der andere hier, der kann so gut schwimmen. Der Kai, glaube ich, ist das. Ich meine, klar, er lebt auch im Meer oder so. Er ist ein Fischmensch oder sowas. Doggy! Bist du hin, Alter? Doggy? Doggy? Soll das nur ein Auftakt sein oder wird es auch durchgespielt? Es ist so ein Community-Ding. Es liegt viel an euch. Also wir werden es jetzt nicht im Mai wahrscheinlich durchspielen, weil das wäre vielleicht ein bisschen viel. Dann müsste ich meinen kompletten Sendeplan aufgeben und nur noch Harvest Moon spielen. Ich glaube, das will keiner. Niemand will das. Wo ist mein Hund? Egal. Dann halt nicht. Aber wir werden es irgendwie mitnehmen. Und irgendwie immer mal wieder spielen. Ich habe jetzt aber vor, wirklich Sekiro durchzuspielen, tatsächlich. Für alle, die sich fragen, wann kommt denn als nächstes Harvest Moon? Einfach in den Sendeplan schauen und mich nerven damit. Mich einfach immer nerven damit auf Discord. Vor allem auf Discord, einfach in den Streams. Einfach fragen, wann kommt nächstes Mal Harvest Moon? Und dann könnte passieren, dass ich Harvest Moon nochmal in der Woche aufnehme. Ja, das kann dann passieren. Das ist dann auch die Wahrheit. Ich denke auch, dass immer mal zwischendurch der richtige Weg für Harvest Moon ist. Das sehe ich auch so, ja. Ich meine, es ist ein Spiel, was toll ist. Lass mich alleine! Ach, ich bin auch gelber hier, nice. Lila, nice. Oh, du hast etwas davon gehört, Papa hat gesagt, ich sollte mich beeilen und heiraten. Aber daran mag ich noch nicht einmal denken. Kannst du dir vorstellen, dass ich heirate? Ja, kann ich. Wirklich? Aber ich... Oh, ich muss wieder an die Arbeit. Aber danke. Bis dann! Zwei. Ihr dürft das nicht mitentscheiden. Ich sag das schön selber, was ich dir sage. Aber ich sag ja natürlich die süße Schnipsenjäger-Antwort, natürlich. Hallo? Deswegen einfach mich nerven. Und dann kommt es immer wieder zwischendurch. Ich
Events! So, bitte. Ein Mittagspaket um 5.40 Uhr abends. Ich habe das nicht bestellt. Es geht auf mich. Aber kann ich dich was fragen? Ich bin immer schon neugierig gewesen. Warum bist du so lange hier geblieben? Was? Oh, ich hätte das nicht fragen sollen, oder? Tut mir leid, ich muss den Abwasch machen. Bis dann. Oh, was? Danke, nur das Mittagspaket, nicht wahr? Ja. Deswegen, ich will Sekiro fertig machen und dann wird es wahrscheinlich mal so im 2-Wochen-Intervall immer mal wieder mit dabei sein. Sie ist ein gutes Kind. Ich will es nicht in Folgenreich packen. Sie ist ein gutes Kind. Moment mal, du bist im gleichen Alter, du Schmock. Du kannst ihr nicht sagen, dass sie ein gutes Kind ist. Ich will's nicht ins Folgenreich packen, weil ich glaube, oh, nice. Dann wird es ausgelutscht und ich glaube, dann wird es zu viel neben My Time at Portia. Ich will es irgendwie freier halten. Danke dir. Ist irgendwas? Sieh mal, wie spät es schon ist. Mhm. Hallo, Oma-Mann. Ob ich das Land immer noch hasse? Kein Sarkasmus, bitte. Natürlich schätze ich Mary. Und ihr üppiges Land? Wir haben Stellen frei, aber ich kann nicht glauben, dass es wirklich das ist, was du suchst. Was du möchtest. Oh, glaub mir, ich möchte so gerne an deine freien Stellen. Ahn ist sehr nett zu mir, obwohl ich ein Chaot bin. Ahn sieht aus wie meine Schwester. Sie hat genau das gleiche Lächeln. Wow! Wow! Mendel nicht mit der an, wenn die aussieht wie deine Schwester. X heißt nein. X heißt nicht, da ist nicht der Schatz. Wir sind keine Piraten. Nein. Nein. Das ist komisch. Lass das. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr jemanden daten, der aussieht wie eure Schwester? Ist das ein Ding? Oder der euch wie im Japanischen Nissan nennt? Oh, Nissan! Yamete! Dann, wenn sie Yamete sagt, seid ihr schon zu weit gegangen. Leider Papuris Mom schon zu. Papuris Mom lässt mich nicht mehr rein. Deine Mom. Papuri ist süß. Ich finde Papuri nicht so süß. Ich finde die immer noch nicht süß. Findest du den Namen toll? Ich fand Rosetta toll als Namen bei Rune Factory. Aber ich mochte Cinnamon und die hat mich nicht Cinnamon heiraten lassen. Deswegen werde ich diesmal das heiraten, was ihr am wenigsten wollt. Und vielleicht werde ich eine Abstimmung dazu machen. Und ich werde einfach das wählen, was ihr nicht mögt. Weil ihr immer das wählt, was ich nicht mag. Punkt. Komme ich nochmal an die Mom dran von Pupuri? Ich weiß, das hört sich merkwürdig an, aber... Ihr Dirndl ist nice. Jupp, das sehe ich auch so. Das ist der Fotograf. Der Rest von den Schmocks. Da kommt Rick. Wir gehen vorher rein. Dann ist er nämlich, glaube ich, nicht hier drin. Ach, Karin ist dann aber auch nicht drin. Vielleicht, wenn Rick wieder zu Hause ist. Wie lange bleiben die denn hier? Ich chill mal vor der Tür. Und guck mal, wann die. Ich stalk die mal ein bisschen. Das ist eine gute Idee. Oder? Kümmerst du dich drum, Sal? Ich glaub, komm mal.
Achso, nee, ja, hast du schon gesehen, alles gut. Ah, ich kann doch vielleicht direkt hingehen. Vielleicht ist es jetzt auch die Gelegenheit reinzugehen, wenn Rick nicht da ist. Ich meine, Popuris Mom ist auch nicht gerade. Hier würde ich auch nicht. Ihr wisst schon. Und dann kann ich Popuri sagen, wenn es soweit ist. Du riechst wie deine Mutter. Das sagt man niemals. Niemals. Außer bei Drawn Together. Aber wer lässt mich denn um 10 Uhr bitte noch rein? Also, ernsthaft. Ich glaube nicht, dass die mich nochmal reinlassen. Schade. Ach, die Grabwächter erinnern sich doch da gar nicht dran, wenn ich jetzt sage, ha, ich werde das wählen, was ihr niemals wählen würdet. Und dann, daran erinnert sich doch keiner. Ihr würdet jetzt nicht alle für die Krankenschwester wählen, damit ich die Krankenschwester nicht kriege. Das würdet ihr nicht machen. Ha, das würdet ihr niemals tun. Ich komme nach 6 nicht mehr rein, das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber ist nicht so schlimm. Wir kriegen das schon hin. Dann ist Popuri. Ich habe mit Popuris Mom noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe die nicht mal angequatscht für einen Huhn. Von daher wird das schon irgendwie gehen. Glaube ich. Wetter ist. Mechabot Ultor. Nice. In den Sommerferien machen Sie beim Fernseher Licht an und halten Sie genügend Abstand vom Bildschirm wegen Epilepsie. Episode 2, ein neuer Schrecken. Kreisch, ein plötzlicher Schrei von Gelb. Sie schlägt im Wasser mit den Armen. Mit den Armen sich. Okay. Bist du okay? Rot geht näher hin, um nachzusehen, was mit Gelb los ist. Als er in den Pool schaut, da ist eine weiße, wolkige Substanz um Gelbs Knöchel. Fortsetzung folgt. Als Rot Gelb zu helfen versucht und die weiße Wolke berührt. Das nächste Mal Mechabot Ultro in den Sommerferien. Episode 3. Die weiße Wucht. So wurde ich im College genannt. Ehrlich wahr. Eigentlich wollten die. Erst wollten die mich den weißen Riesen nennen, aber dann haben die gesagt, es gab viel zu viel Verwirrung mit dem Waschmittel. Und auch weil das so schaumig ist. Und dann haben die gesagt, okay, weißt du was? Wir nennen dich die weiße Wucht. Mhm. Das war mein College-Name. Na doch, ihr dürft schon wählen. Natürlich dürft ihr wählen. Was wäre es für ein Harvest Moon? Was wäre es für ein Farmprojekt, wenn ihr nicht wählen könnt, wenn ich heirate? Eine einzige Bedingung habe ich. Und das werde ich jetzt hier sagen. Ich werde Karen nicht wieder mit reinnehmen. Einfach, weil wir Karen schon geheiratet haben. Und wenigstens. Ich meine, es ist Harvest Moon Back to Nature. Come on, es ist dasselbe, wie es vorher war. Aber wenigstens das soll anders sein, wenn das okay ist für euch. Es wird okay sein, weil ich das bestimme. Ihr habt keine Chance. Ihr dürft euch beschweren. Ihr dürft jetzt rumheulen. Aber es wird euch nicht helfen. Oh, ich habe immer vergessen zu gießen, offensichtlich. Und Dinge passieren. Keine Karin, ich bin raus. Ja, wir haben das letzte Mal Karin geheiratet, beim ersten Durchgang. Das ist einfach Quatsch, sie nochmal zu wählen. Also dann kann ich auch sagen, hier, wisst ihr was, ich spiele jetzt einfach auf Twitch einfach die Videos von Harvest Moon ab, die wir schon mal gemacht haben. Weil dann wird es überhaupt nichts anderes mehr. Ich glaube, das brauchen wir alle nicht. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Damit will ich auch keinen verletzen oder sonst irgendwas, aber es ist einfach nur, damit wir wenigstens minimale Variationen reinhaben können.
Ja, ich meine, ich konnte mich auch nicht dagegen wehren. Ich wollte mich dagegen wehren, dass Rick als mein Rivale ist. Aber wenn ich den sehe, kriege ich einfach was kotzen. Dann nimmt Popuri. Ihr wählt das. Ich glaube nicht, dass ihr mir jetzt irgendwas sagen könnt. Ihr wählt das. Und dann wird die Mehrheit entscheiden. Ganz normal, wie es hier auf dem Kanal immer ist. Ich brauche 3 Gurken. Ich habe 4. Okay. Deswegen, da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken drum, sondern das bestimmt einfach ihr. Punkt. Wann die Abstimmung kommt, weiß ich aber noch nicht. Ich denke mal, bevor wir das nächste Mal wieder Harvest Moon Back to Nature spielen, auch noch nicht. Aber dann werde ich es ankündigen. Dann werde ich sagen, hey, ihr dürft jetzt abstimmen. Wenn wir es nochmal schaffen, das zu spielen, dann packen wir das so. Wo ist mein Hund? Jetzt ist Gras fertig. So, jetzt geben wir erstmal dem Creeper wieder seine schöne Farbe und Form. Perfekt. Perfekt. Und dann gucken wir mal eben. Ob wir das mit dem... Ah! Events! Karen. Du siehst besorgt aus. Ist etwas nicht in Ordnung? Die Farm, das Liebesleben. Keine Sorgen, Grabwächter. 1 für die Farm. 2 für das Liebesleben. 3, keine Sorgen. Du hast den Hund geopfert fürs Erntedankfest? Das nenne ich richtig. Das nenne ich Aufopferung für das Dorf. Ihr dürft alle mitmachen. 5. 4. 3. 2. 1. Hier hätte ich nicht mitgemacht, das ist ein Weichei. Die Farm. Geh und sprich mit Barley auf der Jodel Ranch. Du hast gerade erst begonnen, auf der Farm zu arbeiten. Sei nicht zu hart zu dir selbst. Danke, Karen. Jetzt lass mich in Ruhe, ich wollte mit der Entegöttin flirten. Ich meine, Hallo, ich wollte dich unbedingt wiedersehen, Schatz. Na, wenn das nicht wieder Farmstra ist, danke für deine Gabe. Bye, Bitch. Meine Zeit mit dir ist wirklich begrenzt auf dieser Erde. Die Dates mit echten Frauen sind hier wirklich schwierig. Naja, wir versuchen es nur mit der Gurke, wenn ich sie finde. Das ist Pfeifen, das ist Gurke. Ich guck mal eben nochmal auf das Bild. Einen Moment. Einen Moment. Auf dem ersten Absatz muss man stehen. Da stehe ich aber. Aha! Bitch! Gurke. Mehr Gurke. Okay. Du bist ziemlich aufdringlich. Hör auf, mir zu folgen. Bitch. Ich gebe dir das hier. Nur hör endlich auf, mir zu folgen. Warum er mir das übrigens gibt, Dankeschön für die Powerberry, Bitch. Der Kappa hasst Gurken. Das ist wie eine Katze. Wenn du ihm einfach eine Gurke ins Wasser schmeißt, dann erschreckt er sich. Und er hasst Gurken, einfach wie die Pest. Ich glaube auch, er wird viel für eine Gurke gehalten. Er ist ja auch eine Gurke. Und weil wir ihn so sehr mit Gurken genervt haben, hat er uns jetzt was anderes gegeben. Das ist die Wahrheit. Das war die Gurkenmagie, meine lieben Freunde. Vielen Dank übrigens für den Screenshot.
Jetzt haben wir wenigstens nicht alle unsere Gurken verbraucht und haben nur einen extra geschmissen. Also alles gut. Mobbing zahlt sich immer aus. Das ist die Moral dieser Geschichte. Wenn ich mehr reinwirfe, wird der Agro. Ich glaube, das lasse ich besser. Gut, dass ich alle meine anderen Gurken verkauft habe. Da kommt man ja auf, da kommt man auf dumme Ideen, oder? Ich muss noch nach Lasagne. Schnell! Ich muss Lasagne noch streicheln, damit die schön zart und weich wird. Schön lecker. Und groß. Und mich beim Pferderennen unterstützt. Wo ist mein Hund vor allen Dingen? Der backt bestimmt irgendwo fest. Ich suche den jetzt. Aber erst gehe ich Lasagne streicheln. Und dann komme ich zurück zu dir. Ich kann das nicht lokalisieren. Ist nicht weggelaufen, oder? Ah. Ich war schon hier. Na gut, dann halt nicht. Also, wo geht's hier rum? Wie geht's hier lang? Lasagne, ich bin Daugi! Wo bist du denn? Daugi! Wie bist du hier hingekommen? Da bist du ja! Was hast du denn gemacht, du Depp? Ich hab mir Sorgen gemacht, hm? Komm, wir gehen hier vorne hin. Jag mir nicht nochmal so einen Schrecken ein, hm? Hast du mal einen Stall für das Pferd gebaut? Ja, ich denke mal, sowas werde ich irgendwie auch machen. Aber auch wenn ich erst ein bisschen Gras gezogen habe dann da oben. Hey, dein Werkzeug ist fertig! Nun, was meinst du? Warum ist es so klebrig? Warum macht es dieses klebrige Flutschgeräusch? Blech. 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 Flup. Ich meine, ich hasse hier auch die Holzzäune zum Beispiel. Wer zieht sich bei diesem Spiel tatsächlich wirklich ernsthaft einen Holzzaun? Das geht so schnell kaputt einfach. Und es sieht nicht mal schön aus. Es ist halt kein Stardew Valley an der Stelle. Aha! Notfallblume. Danke dir. Das ist schon in Ordnung, keine Sorge. Ich könnte der Mary... Warum will eigentlich niemand, dass ich Mary heirate? Kommt schon, Leute, die ist voll süß. Ha! Wie geht's dir so? Hm. Oder nicht? Ich wollte mir jetzt einen Huhn kaufen gehen. Da wächst kein Unkraut drin? Mit dem Holzzaun? Echt nicht? Mary ist in der Bücherei, genau. Ich glaube, es ist zu spät, um einen Huhn zu kaufen. Ich hoffe, ich kann noch einen Huhn kaufen. Ich will einen Huhn kaufen! Gib mir ein Huhn! Yes! Hey, du da! Hallo Pupuri, wo ist deine Mom? Hallo? Wo ist deine Mom? Kann ich dir helfen? Ja, wo ist deine Mom? Im ersten Stock sind nur Gästezimmer. Warum habt ihr Gästezimmer? Ich finde es doch geil, dass immer Rick auf den leeren Kamin starrt. Das ist so, okay. Man bekommt ein Geschenk von Pupuri, ja.
Und wenn man das Popuri nennt, kriegt man voll viel Herzen bei der oder so. Ich kenne den Unterschied zwischen Fernseher und Kamin nicht. Nice. Okay. Eichhörnchen! Du bist so flauschig! Du wirst auf jeden Fall jetzt mein neues Pet. Auf geht's, Alter. Ich trainiere dich. Und wir werden die besten Freunde, Eichhörnchen. Mein flauschiger Freund der Freuden. Und ich werde dich überall rumzeigen und ich werde dich Herbert nennen. Auf geht's. Habt ihr schon mal ein wildes Eichhörnchen euren Klassenkameradinnen gezeigt? Das kam bestimmt immer gut an. Nee, eigentlich Herbert, also Herr, H-E-R-R, eine Leerzeile. Und dann Bert. B-E-R-T. Herr Bert. Das ist wichtig. Rick, guck dir mal Herbert an! Rick, guck mal! Also, das war mal hübsch. Ja, deswegen hast du keine Freundin. Oh, wie hübsch! Guck mal, hab ich gefunden. Ich mag Tiere und Insekten genauso gerne wie Pflanzen. Jetzt als Salat, oder was? Hä? Ich red mal mit den anderen. Ich mag alles, was kreucht und fleucht. Als ich klein war, gab es in der Nähe einen Berg, wo ich immer hinging, um Käfer zu fangen und Tiere zu beobachten. Ha! Schmeiß das bloß weg! Schnell! Ich habe noch nie so einen erschrockenen Gesichtsausdruck gesehen. Alter, das ist nur ein Klötenhörnchen, jetzt sei mal nicht so. Ernsthaft, das ist kein Schaum vorm Mund. Es hat gerade Zähne geputzt, es ist mitten am Abend. Mach dir keine Sorgen. Das ist normal. Unsensibel. Ein Realfilmhörnchen. So sieht das nämlich aus. Karin, guck mal. Karin, guck mal. Wow, wie süß. Ich lasse das einfach hier bei dir. Bye. Perfekt. Damit haben wir die Ladies beeindruckt. Auf jeden Fall. Nächstes Mal bringe ich eine Schlange mit. Ich glaube, bei Gott gibt es manchmal einen Hasen, den man auch zeigen kann. Außer Mary, der Mai, der sollte ich vielleicht den Hasen nicht zeigen. Obi-Hörnchen. Ich glaube, es gibt auch Füchse, die man zeigen kann. Ich weiß nicht, wie die auf Füchse reagieren, ob das cool ist oder nicht. Naja, gut. Folgendes, Grabwächter. Wir gehen einmal ganz fixi ins Bett. Dann machen wir eine kleine fixe Abmoderation. Dann war's das für heute von mir. Und mit dem ersten Tag unserer Everyday Challenge. Ich habe viel Spaß gehabt mit Harvest Moon. Morgen machen wir Sekiro. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke nochmal an Julia Sunny für den Host. Dankeschön fürs Dabeisein. Hoffentlich habt ihr heute hier einen schönen Abend. Wenn ja, noch einmal. Die beste Unterstützung ist gerade am Anfang, wenn man sich hier noch nicht so investieren kann, weil man noch nichts richtig gesehen hat. Einfach wieder einschalten, immer ab 20 Uhr, den ganzen Mai lang und sonst den Sendeplan schauen, Discord beitreten und einfach dem verrückten Weg und der verrückten Reise hier folgen. Dankeschön an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen wunderbaren wunderbare zwei Resttage bis zum Wochenende, hoffe ich für die meisten. Wir sehen uns morgen wieder mit Sekiro und das war's mit Harvest Moon. Lasst mich wissen, wenn ihr mehr Harvest Moon sehen wollt. Nervt mich. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.